Ja, hallo, herzlich willkommen hier zu unserer zweiten Runde mit dem Podcast. Wir hatten ja vor circa einer Woche hier schon mal in dieser Runde ein Gespräch geführt. Wer das erste geguckt hat, merkt vielleicht, dass leider Norbert diesmal fehlt. Ihm geht es nicht so gut. Norbert, falls du uns siehst, wir wünschen dir gute Gesundheit, Gottes Segen, dass du bald wieder gesund wirst. Ja, ansonsten sind auch wieder alle mit dabei vom ersten Mal. Also ich begrüße auch heute wieder die Diana, Evangelia, Pasquale und die Jenny. Hallo, grüßt euch. Hallo. Hi. Hallo. Ja, wir sind ja beim ersten Mal nicht ganz durchgekommen, da auch die ganze Vorstellungsrunde schon relativ lange gedauert hatte, also etwas länger, als ich eigentlich auch selbst kalkuliert hatte. Und da sind dann ein paar Themen hinten runtergefallen gewissermaßen und hatten wir ja gesagt, wir machen da einfach nochmal eine zweite Folge. Deswegen stelle ich auch heute niemand groß vor. Wer die erste Folge noch nicht gesehen hat, dann könnt ihr das anschauen. Da kommt jeder einzeln nochmal dran mit einem etwas längeren Zeugnis und dann erfahrt ihr da auch mehr über die Einzelnen, die heute hier mit teilnehmen. Ja, wir kennen uns alle aus unserer Telegram-Gruppe und haben da einfach mal entschieden, wir machen auch einfach mal so einen Podcast mit mehreren. Wir alle sind jetzt heute gläubige Christen und waren allesamt früher einmal in der Spiritualität. Und haben aber dank Gottes Gnade zu Jesus Christus gefunden und haben komplett aufgehört mit allem, was so mit New Age, Lichtarbeit, Esoterik, Spiritualität zu tun hat. Ja, man kann sagen, vielleicht gibt es so eine Art Oberthema über alles, was wir heute besprechen. Da sind verschiedene Dinge dabei, aber das Oberthema oder die Oberfrage ist so ein bisschen, ob man sagen kann, dass das Satanische immer offener und ungeschminkter zur Schau getragen wird. Also reift das Böse immer mehr aus, tritt das Satanische immer ungenierter auf. Wenn ich mich so erinnere, ich war ja so in den 90er Jahren in der Spiritualität, in der Lichtarbeit, da war so dieser ganze Bereich Esoterik, Okkultismus noch mehr so ein Nischendasein. War noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft wie heute. Es waren zwar schon damals auch viel mehr Menschen offen dafür als, was weiß ich, so in der Hippie-Bewegung in den 70ern. Aber man kann nicht sagen, dass das so jetzt irgendwie in die Mitte der Gesellschaft gerückt wäre, wie das heute der Fall ist. Heute ist das ja fast schon unnormal, wenn man kein Yoga macht, sage ich mal, ja, oder Qigong oder irgendwie solche Dinge oder sich mal die Karten legen lässt oder ein Horoskop legen lässt. Das wird immer mehr zur Regel. Also die Frage ist so, wird auch dieses Okkulte, dieses Satanische, tritt das immer ungeschminkter auf? Ich will mal ein Beispiel zeigen, was wir da meinen. Ich blende jetzt hier mal ein, eine Getränkedose. So. Ihr seht hier also, das ist jetzt hier eine Seite von Amazon, das nennt sich Bloody Water. Das ist bei Amazon im Programm seit Oktober 2023. Man sieht hier also auch schon diese Dose, diese Abbildung. Bloody Water. Drink or die. Das ist eigentlich nur Mineralwasser aus der Vulkaneifel. Aber es fällt schon hier auf, Bloody Water, das erinnert uns hier an etwas. Die erste Plage damals in Ägypten, das war auch, Wasser in Blut zu verwandeln. Und da heißt es dann auch, dass dann Fische starben. Das sieht man ja auch ganz deutlich hier auf dieser Abbildung. Und das ist so ein Beispiel, weil es ist natürlich spekulativ, aber ich traue mich wetten, wenn so ein Produkt vor 25 Jahren auf den Markt gebracht worden wäre, dann hätte es noch einen Aufschrei gegeben. Selbst die heute sehr verweichlichten Kirchen hätten wahrscheinlich aufgeschrien. Wir kommen jetzt da gleich noch zu ein paar unappetitlichen Details. Heute interessiert das keine Sau. Ja, das ist jetzt seit fast einem halben Jahr, seit fast 5 Monaten auf dem Markt. Zumindest bei Amazon, wahrscheinlich insgesamt schon länger. Und wo bleibt der Aufschrei? Wo bleibt der? Also, dieser Fisch ist ja sicher auch kein Zufall. Der erinnert ja auch an Jesus Christus oder auch die Apostel, die Fischer im Neuen Testament. Jesus sagt ja auch, er macht uns zu Menschenfischern. Jesus hat Fisch am Feuer gebraten, Fische waren im Netz. Oh, wir erinnern uns an Jonah, der von einem großen Fisch verschlungen wurde und 3 Tage in dessen Bauch gefangen war und am dritten Tage dann an einem Ufer freigegeben wurde.
Also kurzum, wir sehen also jetzt hier einen skelettierten, einen toten Fisch, der nichts mit Leben zu tun hat, der auch nichts mit dem ewigen Leben zu tun hat, der nichts mit Jesus Christus irgendwie zu tun hat, sondern irgendwie genau das Gegenteil zum Ausdruck bringt. Und ja, wir glauben ja an das lebendige Wasser, an den Herrn Jesus. Hier haben wir jetzt nochmal diese Anspielung auf die erste Plage mit dem Blutwasser in Ägypten. Also ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich finde das nur noch abstoßend. Evangelia, ich würde gerne dich mal fragen, du hast dich da auch so ein kleines bisschen vorbereitet. Was ist da los? Was ist los mit der Gesellschaft? Wie kann das sein, dass so ein Produkt auf den Markt kommt? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß halt, also Energy Drinks, bleiben wir mal bei Energy Drinks, die gibt es ja jetzt schon echt lange auf dem Markt. Und ich war erst vorgestern mal wieder im Getränkemarkt und wollte mal so checken, was gibt es denn da so? Es wird immer schlimmer, was es da an Angebot gibt. Jetzt ist es halt kein Energy Drink mehr, jetzt ist es halt dann Mineralwasser. Genau. Und ich kam drauf, weil ich eben dieses mit dem Monster Energy Drink gefunden habe und dann wollte ich wissen, was gibt es denn eigentlich? Gibt es eigentlich was Deutsches bei uns auch oder kommt das alles nur aus Amerika? Und so bin ich dann auf Amazon draufgestoßen in meiner Recherche auf diese Dose Wasser. Was da los ist, ich glaube halt, dass wir einfach im Laufe der Jahre die Gesellschaft halt einfach drauf, wie nennt sich das so, vorbereitet wird, so verweichlicht wird. Ja, irgendwann juckt es dich halt nicht mehr, wenn du sowas siehst und trinkst und isst. Dann bist du abgehärtet. Aber das sind halt ganz, ganz klare Botschaften, die da transportiert werden. Und es sind halt nicht mehr Zeichen, sondern, wie wir es jetzt vorhin gesehen haben und wahrscheinlich auch noch sehen werden, ganz klare dämonische Botschaften. Jetzt ist ja hier auf der Amazon-Seite, ich blende das jetzt auch gerade mal ein, noch so eine Werbung. Man sieht hier diese Dame in dem Auto. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Die hat also hier in der Hand locker, die hat dieses Bloody Water. Man sieht dort auf dem linken Arm auch jetzt noch hier so dieses Tattoo, My Body, My Choice. Das kennen wir ja auch von der Abtreibungsbewegung. Also frage mich auch, was hat das eigentlich so eine Botschaft bei so einem Werbebild, was hat das da eigentlich verloren? Ja? Man sieht hier Totenkopfring und Totenkopfarmband in Verbindung mit diesem Bloody Water. Läuft sie da auch eiskalt den Rücken runter? Total. Total. Vor allen Dingen, ich bin ja dann weiter mit meiner Recherche gegangen und da gibt es ja dann auch Werbefilmchen dazu. Da wird es dir wirklich anders. Da wird es dir wirklich anders. Also erst dachte ich, da steckt eine professionelle Marketinggeschichte dahinter. Und da wird jetzt eine klare Botschaft noch mittransportiert, dass das einfach in Ordnung ist, Kinder abzutreiben. Aber die haben halt einfach das passende Mädchen nur dafür ausgesucht, die halt auch in dieser Szene vertreten ist. Und die steht halt zu ihrer Aussage und zu all dem, was sie drauf hat auf ihrem Körper. Du hast gesagt, du bist auch ein bisschen tiefer eingestiegen. Ich blende jetzt hier nochmal was ein. Das ist jetzt nicht direkt bei Amazon zu sehen gewesen, aber wenn man mal auf die Webseite geht, da sieht man das dann schon. Da sind also jetzt hier so ein paar Werbeaussagen. Man sieht es jetzt hier, also über dieses Wasser, ja. Ich lese einfach mal vor. Dark Spirits Inside. Wir haben die Flüssigkeitszufuhr auf ein ganz neues Niveau gehoben, indem wir unser Wasser in Dosen abgefüllt haben, denn Plastik reicht einfach nicht mehr aus. Und jetzt kommt's. Und unsere Dosen sind nicht irgendwelche Dosen, sie sind von den dunklen Geistern besessen, die in unserer Wasserquelle lauern. Kommt aber, geht noch weiter. Unser Wasser kommt aus den Tiefen der Vulkaneifel, also wie du schon sagtest, hier wirklich ein deutsches Produkt, das ist jetzt nicht irgend so ein Schmarrn, der irgendwie aus den USA hierher kommt. Da habe ich noch was dazu zu sagen dann. Ja, ich lese das nur noch schnell vor. Es steckt voller bösartiger Energie, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt und mit einem Geschmack, für den man sterben muss. Und das Letzte noch, hier heißt es Warning. Aber Vorsicht, das Trinken unseres Wassers kann unerwartete Nebenwirkungen haben. Möglicherweise spürst du, wie eine seltsame Präsenz dich beobachtet.
Oder erlebst lebhafte Albträume, die dich tagelang verfolgen. Ist das jetzt einfach nur Werbung und Marketing oder haben wir es hier mit mehr zu tun? Haben wir mit viel mehr zu tun. Ganz eindeutig. Interessant ist auch an diesem Sprudelwasser, also es wird ja ein ganz bestimmtes Publikum angesprochen damit. Ich bin auch auf deren Seite gegangen und habe da mal geguckt, wer da auch dahinter steckt, was ihr für eine Strategie dahinter steckt, wen sie überhaupt ansprechen wollen. Und da steckt halt eine Heavy Metal, Death Metal Szene auch dahinter. Auch ganz, ganz im Deep Porno Sadomaso Eck auch aufzufinden. Genau, und da wollen sie halt eben dieses Publikum ansprechen, dass das auch gerne auf Festivals verteilt wird. Und das wird jetzt dann auch ganz spannend, weil wenn die Leute, die eh schon so abgefahren sind, auch mit der Musik, die transportiert ja auch jede Menge. Im Death Metal und Thrash Metal gibt es auch. Ich habe mich da auch mal ein bisschen kundig gemacht. Das ist ja nur noch ein Gegröhle und Geschreie. Dann wird es die Menschen noch mehr beeinflussen, weil die trinken halt einfach dämonisiertes Wasser, ja. Also die Aussagen, die dahinter stecken, die haben eine Wirkung. Interessant finde ich, woher die das Wasser kriegen. Die haben nämlich auf Amazon kann man auch hinten sehen, woher die das beziehen, wer das abfüllt. Ja, fand ich sehr spannend. Es ist von der Rhodiusquelle. Was sagt Kennt uns das das? jemand? Die füllen das ab. Die haben das gleiche Wasser. Gesund. Ich habe es hier mal. Das ist so eine blaue Dose, ist gesund, und Rhodiusquelle. Moment, ich muss schon eine Brille anziehen. Artesische Quelle. Das ist das natürlichste Wasser mit quelleigener Kohlensäure, das einzig deutsche Mineralwasser in der Dose. Das schreibt jetzt aber Bloody Water auch. Und ursprünglich rein aus ca. 500 Meter tiefen Rhodiusquelle, ja, und aus der Vulkaneifel. Also die haben beides gleiche Wasser. Da habe ich mich dann gefragt, ja super, hey, die füllen die Dosen da bei sich ab. Guckt da keiner drauf. Ja, das nennt man Produktdiversifizierung im Marketing. Ich kenne mich ein bisschen aus, ich habe Marketing studiert. Sehr gut. Diese Unternehmen versuchen verschiedene Zielgruppen anzusprechen und mit unterschiedlichen Produkten und mit unterschiedlichen Werbekampagnen und unterschiedlichen Strategien, einfach um Gewinnmaximierung zu betreiben. Aber dass da natürlich jetzt mit solchen harten Sachen um sich Wobei, geworfen also wird, es ist finde ich nicht, krass, es finde ich ist echt kein, krass. ja, aber es ist kein Nebenprodukt von Rhodiusquelle. Okay. Ja, gar nicht. Sondern das sind zwei Typen, die füllen jetzt einfach Wasser in Dosen ab und wollen jetzt ein Mega-Geschäft draus machen. Und die sind in der Hardcore-Szene vertreten. Ja. Also in der Pornoszene und in der Trash-Metal und ich weiß nicht was-Szene drinnen. Und die lassen sich halt das Wasser dort abfüllen. Meine Frage ist halt nur, wie kann halt so eine Firma irgendwie das abfüllen und Ja. die schädigen sich doch selber auch irgendwie damit Ja, die letzten sind Endes. beteiligt. Das ist eine Beteiligung. Oder so, ja. Weißt du, Ja, wenn ich die weiß nicht. Massen an Umsatz machen, dann haben die irgendwie eine prozentuale Beteiligung. A, für das, dass sie den Aufwand haben, das abzufüllen, und B, ja, dass sie halt daran beteiligt sind. Aber klar, ich meine, die Zielgruppe ist ja eindeutig. Solche Heavy Metal-Leute, das spricht die natürlich an. Ja, es muss alles dark sein, es muss alles möglichst cool sein und ja, möglichst mit Feuerflammen und irgendwelchen Hörnern und auf wen das abzielt und wer dort eigentlich als Werbeträger eingesetzt wird, das ist uns ja allen klar. Das war ja die Frage eben, tritt das Satanische immer ungeschminkter Genau. zutage? Und Evangelia, du hattest mir, ich konnte das erst nicht richtig glauben, aber du hast mir erzählt, auf der Homepage, da hätte dieser, wie soll ich sagen, Künstler aus dem Sadomaso-Bereich oder aus dem Sadomaso-Porno-Bereich dann eine Frau abgebildet, also ein richtiges Foto, eine blutverschmierte Frau
die auf dem Körper in roter Farbe zu stehen hatte, die Braut oder die Gemeinde Jesu mit Genau. einem mit einem Kreuz aus rotem Blut. Ja, gut, es wird wohl Farbe gewesen sein, aber Ja. kannst du das bestätigen? Ja, auf alle Fälle. Also ich bin da drauf gegangen, ich wollte halt wissen, wer das ist. Und die Seite ist so dark. Also und da stellt er halt seine ganze Kunst auf. Ich war jetzt original insgesamt vielleicht nur 20 Sekunden auf der Seite. Ich habe das nur mal so schnell gesehen und dann bin ich schnell wieder raus. Und dann hatte ich dir ja Bescheid gegeben und dann bin ich halt nochmal rein und habe halt schnell einen Screenshot gemacht von dem Ganzen, weil ich wissen wollte, oder habe ich mich verguckt? Du hast jetzt gesagt, oder Gemeinde Jesu. Was Standort, stand drauf? ja, genau. Ja, die Genau. Braut oder die Gemeinde Die Jesu. Braut Jesu. Und ein fettes Kreuz in In Rot Rot. auf ihren ganzen nackten Körper verschmiert und dann kleckst er halt mit Farbe noch auf dieser Collage rum. Ja. Und seine ganzen Bilder sind durchwegs echt krass. Sodomie und ich weiß nicht was, da findest du einfach alles. Also dieser Mensch, also das, was dahinter steht, ist zutiefst satanisch. Einfach richtig krank. Richtig krank. Und die verkaufen jetzt gesundes Wasser. Wir haben uns für Aluminiumdosen entschieden, damit wir keinen Plastikmüll produzieren. Ich würde sogar noch weitergehen. Das ist Blasphemie. Total. Ja, und was das bedeutet? Blasphemie, verletzende, höhnende oder ähnliche Äußerungen über etwas Heiliges. Gott ist heilig, dreimal heilig. Das ist blanke Blasphemie. Gotteslästerung pur. Ja. Ja, aber die stecken halt einfach da drinnen. Aber wir können ja mal kurz darauf eingehen, was so die Symbolik ist, dass man das auch irgendwie vielleicht versteht. Ja, ich wollte noch ganz kurz zum Oder? Merchandising noch eine Okay. Sache sagen, die ich auch von dir weiß. Da werden also auch Babys instrumentalisiert. Das habe ich mir wirklich selber angeguckt. Das andere zeige ich jetzt hier nicht im Ausschnitt, ja, mit diesem, was wir gerade besprochen haben. Das ist einfach zu hart. Nein, ja. Der Babystrampler, den kann man zeigen. Hier sieht man also ein Baby, auch mit dem Drink or Die, also Babystrampler mit der Aufschrift Drink or Die. Ja, also gehört hier auch zum Merchandising mit dazu. Ja, das ist ja auch die Headline irgendwie. Ja, die Headline von der Dose oder von dem Produkt. Ja, Drink or Die, Ja, genau. Bloody Water und darunter steht dann Drink or Die. Und das ist halt die Hook. Also sagt man auch so in der Musik, das, was ich halt immer wiederhole, so was so heraussticht. Und das auf dem Babystrampler drauf. Und dann bitte, du hast es gerade, wenn du es nochmal einblendest, was man da lesen kann, der Tobias, wie er da heißt. Der Thrash Tobias ist der auch noch Ach so, betitelt, ah, ja. okay. Und erst habe ich mal Trash gelesen und dann dachte ich, oh meine Güte, jetzt wird der auch noch als Müll bezeichnet. Aber du hast gesehen, das ist ein Thrash und ich habe das heute auch nochmal nachgeguckt. Thrash heißt verprügeln. Ja, das ist er auch nochmal. Und es gibt tatsächlich, also ich kriege einen Zungenbrecher, also da muss man echt lispeln. Thrash Metal gibt es auch, das ist noch darker und deeper als Heavy Metal. Das ist ein richtiger Trash Metal. Also es ist Ja. richtig nur noch, wo man einfach nur noch headbangt und den Kopf gegen die Wand knallt. Also ganz dark, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ja, und würdet ihr mir da recht geben, dass so etwas vor nicht allzu langer Zeit, also sagen wir mal 20 Jahre, ist noch gar nicht so lange her, dass es sowas noch nicht gegeben hätte? Da hätte es noch einen Aufschrei gegeben. Ja. Da Ich bin ich meine, wie war mir. es denn mit Red Bull? Red Bull war ja so das Erste, was so rauskam, oder? Habe ich mich so, das war so der erste Ja. Energy. Ich kann mich noch erinnern, ich bin ja vor 30 Jahren nach Thailand und da gab es dieses Lipovitan. Das Lipovitan war so ein Energy-Drink von den Thais. Die kippen sich das hinter die Binsen und schlafen dann irgendwie eine Woche lang nicht mehr. Und kriegst dann jeder Tanke. Und das weiß ich noch, dass das damals so richtig. Boah, wenn du Lipovitan gekriegt hast in Deutschland, Hammer. Jetzt kriegst du es auch überall. Und dann kam Red Bull raus, der erste Energy Drink. Und das war ja schon so ein bisschen Aufschrei, fand ich. Oder? Jetzt weniger von dem, wie es dargestellt wird. Ich habe es mir auch nochmal das Red Bull angeschaut. Das hat auch eine klare Aussage mit Flügel wachsen. Aber das war ja noch harmlos. Aber die haben
Red Bull hat ja damals auch schon Wellen geschlagen. Und jetzt ist es echt völlig wurscht, was für eine Aufmachung du hast. Wird halt einfach genommen. Und es muss halt immer, was habe ich letztens beim Einkaufen gesehen? Naja, ist egal. Du trinkst halt einfach tot. Du trinkst dich tot mit dem Zeug. Und das ist okay. Ja, genau. Also damals, stimmt, bei Red Bull, da gab es schon so einen ersten Aufschrei, aber wäre man damals schon mit Bloody Water gekommen. Ich weiß gar nicht, was da los Nein, gewesen ich, wäre. das ist Aber heute ist das normal. Keine Sau. Ich habe noch nie gehört irgendwo, dass sich da irgendwie jemand beschwert. Die Kirchen, die hätten wahrscheinlich damals noch was gesagt, aber denen ist das auch wurscht. Wir kommen da später noch drauf zum Thema Kirchen. Da gab es nämlich auch jetzt so einen Harry Potter-Gottesdienst. Das ist aber nachher noch ein Thema. Wir wollen mal bei Getränken bleiben. Ich spiele mal jetzt hier kurz ein Video ein, das geht etwas über 2 Minuten von YouTube von einer Frau, die heißt Christine Weick oder ich weiß nicht, ob man das Englisch ausspricht, Christine Week. Christine Week wahrscheinlich. Da geht es um einen Drink, den wir wahrscheinlich auch alle kennen, den sehe ich jeden Tag bei mir im Pennymarkt, wenn ich da einkaufen gehe, den Monster Energy Drink. Ich spiele erstmal das Video ein und dann sprechen wir mal darüber. Look at your M closely. There's a gap right here in the letter M. It's never connected. So you go into Hebrew. The letter Vav is also the number 6. Short top, long tail. Short top, long tail. You could have here in Hebrew 666 on the can. But my interest is the word monster. What do you see in the O? There's a cross. Okay. What has Christ got to do with an energy drink, let alone the name Monster? So I thought, well, maybe this is a Christian company then. BFC at the bottom of the can, do you know what that stands for? That's the F word. Big can. In fact, they write it on the side of the can, so I know that's the F word. Okay. Now, do you know what a MILF is? Yes. That's on the box. MILFs, dig it, and you will too. This is not a Christian company at all, so why would they have put a cross on the can? Here is the message. Antichrist. 666 in Hebrew, and then the Bible talks about the beast in Revelation. And look at Monster's ad. This is their statement. You see these M's everywhere. Hats, t-shirts, bumper stickers. Is there another agenda here? If God can use people and product, so can Satan. And look at it this way. Even if the M was not the issue, you cannot deny that that is a cross. And what is witchcraft? When the cross goes upside down. Bottoms up, and the devil laughs. Something to think about. Wow. This is how clever Satan is, and how he gets into the Christian home and a Christian's life, and it breaks God's heart. Jesus said, "My people perish for lack of knowledge." So, wir haben also jetzt dieses Video hier gesehen und das war jetzt zwar auf Englisch, aber es ist ja relativ eindeutig. Was sie dort sagt. Ich blende jetzt hier auch noch mal ein, das ist von Wikipedia, dieses angebliche M, um was es dort geht. Das hat die Dame ja dort auch betont, dass das aus dem hebräischen Alphabet kommt und das steht für, das ist dieses Waf, heißt der Buchstabe, W-A-W, Waf, dreimal Waf. Im Hebräischen stehen die Buchstaben ja auch immer für Zahlen und das bedeutet 666. Ehrlich gesagt, ich habe es vorher gar nicht gewusst. Dachte, ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass wir es hier mit sowas zu tun haben. Also, was sagt ihr dazu? Ist euch das aufgefallen? Euch ist die Dose bestimmt auch schon mal aufgefallen beim Ja, aber Einkaufen, so habe ich oder? das auch noch nie Genau. betrachtet. Ja. Mhm. Also es ist dreimal der Buchstabe Waff und der Waff ist der sechste Buchstabe im Alphabet und hat auch noch den Zahlenwert 6. Also das hat jetzt nichts mit Numerologie zu tun. Das ist so. Und dieser, ich kann da noch ein bisschen, weil ich da auch natürlich, ich bin ja neugierig, dieser Buchstabe symbolisiert auch einen Nagel. Man hat früher die Zelte damit, die Seile von den Zelten in die Erde gehauen. Ja. Diese Und Heringe.
Die Heringe, ja, wir sagen Heringe und die sagen halt Nägel. Also mein Jesus Christus ist auch mit so einem Nagel ans Kreuz geschlagen worden, mit drei solchen Nägeln. So, und das jetzt aneinandergereiht, ergibt das dann 666. Ja. Ja, mach mal weiter. Das ist Naja, ich wollte nur sagen, das war ja auch interessant. in dem Video, habt ihr ja vielleicht einmal kurz gesehen, wo die Frau diese Dose so umgekippt hat. Und dann, das blende ich jetzt hier auch nochmal ein, von in dem Wort Monster, das O. Achtet nochmal hier auf das O, ich blende es gerade mal ein. Das ist ein Kreuz. Ja, ein Kreuz und dann ist unten so ein Haken. Ne? Und das hat sie ja so symbolisiert, so als Symbol für dreh es um. Ja, und dann wird nämlich aus dem Kreuz das umgekehrte Kreuz. Ja. Hier unten so dieses satanische Symbol. Und ich habe selber hier mal die Dose abfotografiert bei mir im Pennymarkt. Ich blende das jetzt auch hier mal ein. Da lesen wir also Unleash the Ultra Beast. Also setze das Ultra Beast frei. Beast ist auch das, was in der Bibel steht für das Tier. Also in Offenbarung 13, das Tier aus dem Meer oder das Tier aus der Erde. Und auch darum geht es, dass hier freizusetzen. Offenbarung 13,4, ich habe das jetzt hier mal nur auf Englisch gerade, and they worshipped the dragon, which gave power unto the beast. Also sie haben den Drachen angebetet, der seine Macht dem Beast, dem Tier gegeben hat. And they worshipped the beast, saying, who is like unto the beast? Also sie haben dieses Tier angebetet, verehrt und sagten, wer kann ihm gleich sein? Ja, who is able to make war with them? Wer ist in der Lage, überhaupt Krieg mit ihm zu führen? Das wäre dann die deutsche Übersetzung. Es gibt übrigens ein Update Es gibt ein zu dem Update, okay. Unleash the Beast. Okay. Das habe ich nämlich vorgestern gefunden. Es gibt jetzt auch ein Rehab the Beast. Was war, okay. Es gibt eine Dose von denen Rehab. Also, wenn du dir durchzechte Nacht hast, dann bringt dich das nochmal so richtig auf die Beine, wenn du eben, weil die haben ja, Monster Energy hat ja tausende von verschiedenen Versionen, was sie da rausbringen. Und da gibt es eben eine Version Rehab. Und da steht hinten drauf Rehab the Beast. Was heißt das übersetzt, Rehab? Rehabilitieren. Also du gehst, wenn du drogensüchtig bist, also die Amy Winehouse hat ja auch darüber gesungen, dass jeder zu ihr sagte, sie sollen Rehab machen, aber sie sagt, nein, nein, nein. Kennt bestimmt jeder dieses Lied. I don't wanna go to the Rehab. Also in die Entzugs, ja, um einen Entzug zu machen und um sich wieder zu rehabilitieren. Das heißt Rehab. Jenny, du hast dich ja, soweit ich von deinem Zeugnis weiß, auch so mit Zahlenmystik beschäftigt. Jetzt so dieses 666. Gibt es da so einen Trend, dass man sagt, okay, das 666 ist eigentlich gar nicht so bedrohlich, das könnte man doch eigentlich integrieren? Ja, also ich habe das in meiner spirituellen Laufzeit, sage ich jetzt mal, öfter mal, ist mir das öfter begegnet, dass das total verharmlost wird, dass das von der geistigen Welt wie freigegeben oder bereinigt wurde, diese Zahlenkombination 666, und dass das jetzt sogar so umgedreht wird, dass das für uns dienlich ist, dass wir das benutzen sollten. Und dass das auch ganz klar von der geistigen Welt, wo wir ja die Erkenntnis haben, dass das auf jeden Fall dämonischen Ursprungs wäre, weil das ja alles, was nicht von Gott ist, ist halt von den gefallenen Engeln. Und ja, Gott sagt ganz klar in der Bibel, dass die Zahl 666, auf jeden Fall ist die Zahlenkombination 666 von der Bibel her ja, was Satanisches. Das ist ja im Buch der Offenbarung, und was dann die Endzeitprophetie betrifft, das ist ja ganz, ganz klar satanischen Ursprungs, und damit sollte sich ein Christ überhaupt nicht beschäftigen und ein Mensch ja laut Gott ja sowieso nicht. Und das wird halt jetzt in der Spiritualität halt schon so gedreht, dass man sagt, nutzt das, ne? Dass die geistige Welt sagt, das ist völlig in Ordnung und das dient euch, und dann wird dem halt eine andere Bedeutung zugemessen. Und dann wird das freigegeben und Menschen verlassen sich darauf, nutzen das. Ja, und wie gesagt, wenn man schaut, was Gott dazu sagt in der Bibel, dann sollte man sich da ganz, ganz weit von entfernen. Aber wie das auch schon ist mit diesem, dass das alles Mainstream wird, das hinterfragt dann keiner mehr. Das wird auf dem
sozusagen durch diese spirituelle Szene auch so auf den Markt gebracht, dass da gar keiner mehr zurückschreckt vor dieser Zahlenkombination. Ich denke, das, was ich auch gesagt habe, vor 10, 20 Jahren wusste jeder die Zahl 666, na, das ist nichts Gutes und konnte das auch klar eher diesem satanischen Metier zuordnen. Das wird immer mehr als in Ordnung hingestellt. Im Prinzip ist es doch egal, wo wir hinschauen, sind wir immer mehr dazu animiert, in Richtung des Antichristen zu schauen, also in Richtung dieser 666, so dass das so ganz natürlich einfließt, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Das ist doch echt krass, war egal, wo wir hingucken. Ich kann noch was zu der 6 sagen, wenn ich darf. Also am sechsten Tag hat ja Gott den Menschen geschaffen. Und der Mensch ist ja jetzt mittlerweile ein Gefallener, also Mensch. Die 6 steht auch für das Fleisch und für die Sünde. Jetzt hast du mit einer 666 auch Sünde, Sünde, Sünde. Ja, und 6 ist ja auch so die Zahl des Menschen, also gesteigert, also dreifach, also der Mensch selber als Gott, der dreifach gesteigerte Mensch, auch diese Welt, das ist ja deswegen ja auch diese Zahl, einfach die Zahl des Menschen, da will, und nicht des Göttlichen, das wäre dann eher die 7. Ne? Genau. Ja, okay, also kann man sagen, die Gesellschaft wird da irgendwie gleichgeschaltet, es regt sich kaum mehr Widerstand. Das sind jetzt irgendwie nur noch gläubige Christen, die jetzt da aufbegehren. Das kann doch nicht sein. Also das Satanische wird immer mehr zur Normalität. Kann man das so zusammenfassen? Und hip vor allen Dingen. Richtig hip. Es kommt ja Ja. auch viel, das kannst du ja auch sehen in Hollywood oder aus der Musikszene. Die haben ja echt, die haben einen Auftritt, da wird es dir echt anders. Die pappen sich die Hörner irgendwie an den Kopf, die kleiden sich rot, die strecken die Zunge raus, die tätowieren sich das umgekehrte Kreuz auf die Zunge, die machen keinen Hehl draus, auch zu sagen, wir haben unsere Seele Satan verkauft. Beyoncé zum Beispiel oder wie sie alle heißen, die dann irgendwie sagt, ich stehe auf der Bühne, ich bin nicht ich selbst, wenn ich auf der Bühne stehe, dann kommt der Geist, ich weiß nicht, wie der heißt, in mich und schmeißt die ganze Show und Ich macht glaube, Sachen. bei ihr war das Sascha oder Oh, so. Sascha, genau. Also, aber es ist bei Beyoncé, oder? Nicht, dass ich mich irre. Glaube ich. Genau, also auf eine von denen und genau, und die hat da diese Präsenz, also in sich und die schmeißt dann die ganze Show und die macht Sachen, die könnt sie einfach alleine überhaupt nicht mal, weil sie ist ja eigentlich ein ganz schüchterner Mensch. Also wird immer offensichtlicher, auch bei Preisverleihungen, Schauspieler, die habe ich mir früher gern angeschaut, ich werde sie mir nicht mehr anschauen, wenn die einfach vorne stehen und sagen, ach, das habe ich alles Satan zu verdanken. Ja. Es wird und dann gibt es Gelächter und dann gibt es Geklatsche und dann wird es so runtergespielt. Ach, das ist halt einfach nur, ach, das ist nur, ach, also wie beim Yoga halt, ja. Ich mache Yoga, aber das Spirituelle interessiert mich nicht. So, ich schaue mir das an, aber es interessiert mich nicht, was da sonst noch dahinter steckt. Dann soll sie doch die Hörner dran pappen und dann die Madonna sich ans Kreuz nageln und der andere sich ein Dornenkranz da auf dem Kopf. Aus reinem Gold oder keine Ahnung, was er da hat. Also es wird immer schlimmer und je Immer öfter offensichtlicher überall. offensichtlicher, aber wenn du etwas permanent siehst, härtet dich das einfach ab. Wird es normal. Genau. Und das wird halt immer wieder reingeschmissen, reingeschmissen, reingeschmissen. Also gibt es ganz verschiedene Themen, wo man halt einfach abgehärtet wird und dann schaust du dich, wahrscheinlich schaut sich Mensch dann irgendwann um und denkt sich, oh oh. Ja, das ist ganz, Mittendrin. ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Und da wird die Sünde bedient, müsst ihr euch mal vorstellen. Die Sünde wird hofiert. Ja. Ja. Ja, und das finde ich wirklich, also finde ich wirklich krass. Und im Prinzip wird das Satanische, das wird so, wie schon einer von euch gesagt hat, zum Mainstream und legalisiert. Das Jenny hat das gefährlich. gesagt. Und wie Eckhart gesagt hat, da gibt es kein Aufschrei. Normalerweise müsste doch die Kirche sofort irgendwie da mal einschreiten oder in den Predigten müsste das kritisiert werden, in den Staatskirchen. Nichts. Jenny, ich glaube, du wolltest da noch was beisteuern.
Ja, das Gefährliche ist halt auch, dass Satan zu einem Kuschelkumpel abgetan wird. Also was man auch nicht mehr, also ich glaube früher, wenn man das Wort Satan oder Satanisten so gehört hat, ich glaube, das hat schon so ein inneres Zusammenzucken, so eine Abwehr hervorgerufen. Ja. Und mittlerweile dadurch, wie ihr das schon gesagt habt, es wird so abgehärtet und es wird so normal und so, ja, man kann ja da Satan keinen größeren Gefallen tun, als ihn nicht mehr ernst nehmen und als ihn nicht mehr als gefährlich ansehen, weil dann braucht man ja Jesus nicht mehr. Hm. Also, und da gibt es ja den Spruch, ja, also die größte Lüge Satans ist, wenn er sagt, es gibt keinen. Irgendwie so, gibt es da so einen Spruch, der genau. läuft. Dass man auch denkt, bei das sei... YouTube oder so gibt es ja immer mehr Kanäle, das finde ich auch total erschreckend, wo so 15, 16-jährige Mädchen sich als Satanistin outen sozusagen und dann ganz freudvoll erzählen, welche Regeln es da gibt und wie toll der Satanismus ist und diese jungen Menschen förmlich anziehen mit einer süffisanten Liebesblase drumherum, ja, in diesem schwarz gekleideten, also früher war das gruselig, oh, Satanisten, Feuer, Kinder verbrennen, ja, so, aber das wird so anziehend gemacht, so richtig anziehend, das finde ich schlimm, also, dass man das überhaupt darf, ja. Hm. Ist das mal aufgefallen, so junge Mädels? Naja, allein was auf TikTok auch abgeht, ist nicht nur YouTube. Ja, da bin ich nicht. Aber ja, auch so mit dem Manifestieren und so oder etliches Zeugs. Ja, die Bibel sagt, Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das kann man wohl sagen. Ja, in Johannes lesen wir auch, in Johannes 8, 44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, also der Teufel, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja. Kommen wir mal zu weiteren Auswüchsen. Also das war ja eigentlich schon schlimm genug. Es ist ja jeder Bereich der Gesellschaft. Also Filmindustrie wollten wir vielleicht noch ein bisschen ansprechen. Zum Beispiel jetzt der Film Der Goldene Kompass. Wer hat den von euch gesehen? Wer kann was dazu sagen? Ich. Diana? Ja. Ja, Der Goldene Kompass. Der ist mir erst letztens über den Weg gelaufen. Der kam, glaube ich, 2007. raus, da war ich auch noch nicht, da war ich noch kein Christ, da war ich noch nicht bekehrt. Da habe ich den auch gesehen und ich fand den total süß. Also es ist eigentlich so ein Fantasy-Film, der, glaube ich, auch Kinder ansprechen soll. Entstanden aus einer Buchtrilogie, das erste Buch davon, die Bücher habe ich aber nicht gelesen. Und ich fand den damals total schön, ja. Mhm. Und ewig nicht dran gedacht. Und letztens lief der mir so über den Bildschirm. Da dachte ich, ach, Der Goldene Kompass, den fandst du doch toll, guckst du mal. Also ich habe ja hier jetzt so seit 2012 Christin, ich habe ja hier eine Gänsehaut nach der anderen gekriegt, weil mir so Dinge aufgefallen sind, die mir in der Früher natürlich gar nicht aufgefallen sind. Also da geht es praktisch darum, dass eine 12-jährige Lyra heißt sie, glaube ich, Lyra, genau, Mädchen, ein Waisenmädchen in einer Parallelwelt, die unserer ähnelt halt, in Oxford, da irgendwie studiert und dort hat also praktisch jeder auch eine Seele, die aber nicht in ihm existiert, sondern die außerhalb existiert und zwar in einem persönlichen Dämon, das wird auch genauso betitelt. Ja, also jeder hat dort seinen persönlichen Dämon, jedes Kind. Das sind so ganz niedliche Tiere, die sich auch verändern können. Die sind mal ganz süß und dann können sie auch mal böse sein. Ja, und den hat er praktisch immer dabei. Und wenn diesem Dämon was passiert, dann geht das ja immer an die Seele, weil die sind ja verbunden. Also es ist ganz wichtig, ja, erste Erkenntnis, dass jedes Kind einen
Dämon hat. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich heute als Christin, Kinder sehen das, Learning, ich brauche einen Dämon. Mein Dämon ist süß und der ist immer bei mir und der kann sich auch verändern. Also sollte der mal ein bisschen anders aussehen, ist es immer noch gut. Der muss bei mir sein, damit es mir gut geht. So, dann gibt es in dieser Welt halt so ein böses Ministerium, hatte ich mir aufgeschrieben, wie hieß das? Ich sag mal jetzt Ministerium, es hieß ein bisschen anders. Egal. Mysterium? Bitte? Mysterium? Oder? Ich hieß es auch Mysterium. Auf jeden Fall sind die ganz, ganz böse, ja, weil die wollen die Kontrolle haben über die Menschen, über die Kinder und so weiter und wollen praktisch die Kinder bzw. die Menschen von ihren Dämonen trennen. Ja, also ganz, ganz böse lerne ich als Kind, wenn ich das gucke. Pass auf, dass dir niemand dein Dämon wegnehmen will. Und dann fangen die praktisch an, Kinder zu entführen, um die irgendwo in den Norden zu schleppen und sie von ihren Dämonen zu trennen, um wieder die Kontrolle über die Kinder zu bekommen, sozusagen. Und angeführt wird diese Entführungsrunde auch von einer Frau aus diesem Mysterium, Ministerium, wie auch immer, die sich dann als Mutter herausstellt. Bitte? Magisterium. Magisterium, ja, Magie war mit drin, stimmt. Genau. Die sich dann als Mutter herausstellt von dieser kleinen Lyra, wovon sie halt nichts wusste. So, nächstes Learning für mich als Kind: Mütter können ganz böse sein. Die wollen mir meinen Dämon wegnehmen. Also ich habe das so versucht, aus dieser Sicht eines Kindes, was diesen Film schaut, zu gucken. Ja, und dann werden die entführt und dann werden die praktisch da von ihren Dämonen getrennt und dann bleiben praktisch leere, seelenlose Kinder übrig. Also es ist ganz schlimm, wenn man sie von diesen Dämonen trennt. Ja. Was ich jetzt so, mag ja alles Fantasy sein. Ich hab am Anfang auch immer so gedacht, jetzt dämonisiert man nicht hier alle Fantasy-Filme, also Märchen gab es schon immer und so, aber ich sehe das heute echt anders, zumal das schon so offensichtlich ist. Ja, wenn ich als Kind das gucke, ich werde damit groß, dass es völlig in Ordnung ist, einen Dämon zu haben. Das ist sogar gut, weil das ist meine Seele. Da ich an eine geistige Welt glaube, weil ich sie erlebt habe, auch die dunkle Seite dieser geistigen Welt, ist das für mich ein absoluter Eintrittsort, um, ja, das auch da wieder, um das als normal anzunehmen, dass man Dämonen hat. Ich finde das so krass. Das hat mich so schockiert, als ich das nochmal geschaut habe. Ja, und hilfreich, diese kleine Lyra ist natürlich die Retterin der Welt, ist ja klar. Hilfreich zur Seite stehen ihr dabei noch eine gute Hexe, auch klar, mit ihren ganzen guten Hexen, also Learning, Hexen sind gut, ja, die helfen immer. Ja, also ich finde, bis dahin reicht das schon mal. Und dann gibt es wohl noch diesen zweiten und dritten Teil, was nicht verfilmt wurde, halt in dieser Buchtrilogie. Da habe ich nur mal kurz reingeschaut, was darüber so steht. Also ich finde es gut, dass es nicht verfilmt wurde. Auf jeden Fall endet das dort in diesen Büchern damit, dass sich herausstellt, dass Gott nur ein Engel ist, der in diesen Büchern zum Schluss auch stirbt und dass diese kleine Lyra da im Wald irgendwie ihre Unschuld verliert und dass das dazu führt, durch diese sexuelle Befreiung praktisch, dass dieser freie Wille freigesetzt wird und dieses Selbstbewusstsein, also wieder, da sind wir wieder, du bist Gott, du bist Schöpfer, du bist alles. Ja, und gut, wenn du halt noch deinen Dämon hast. Also das ist so die Quintessenz daraus, was ich ganz, ganz, ganz schrecklich finde. Naja, die Bibel sagt ja, dass Kinder einen Schutzengel haben. Ich lese das einfach mal vor. Matthäus 18, Vers 10. Seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel, also sie haben einen Engel, ob es jetzt einer ist oder mehrere, geht nicht daraus hervor, aber ihre Engel im Himmel schauen allzeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Und das wird ja jetzt hier auf den Kopf gestellt. Keine Engel, sondern wird Dämonen. Wieder auf den Kopf gestellt, ja. Genau. Ja. Und indirekt wird das Böse transportiert.
Weil der Dämon präsentiert sich als Wolf im Schafspelz. Weißt du? Könnt ihr euch noch an den Film erinnern, Monster AG? Ja. Ich glaube, das glaube mal gesehen. Ja. Das war ja auch so kuschelig, ja. Die kommen aus dem Schrank raus. Ja, ja. Genau. Ja, da gibt es eine Zeit lang. Die werden immer schräger, also im Allgemeinen. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Pocketmon. Wisst ihr, was das heißt? Pocket Monster. Pokémon. Pokémon heißt Pocket Monster, Taschenmonster zum Einstecken. Okay. Mhm. Aber wie das normalisiert wird, wie dieses Böse immer mehr freien Zutritt bekommt. Es wird so normalisiert. Ja. Das ist halt am reinsten damit in Berührung kommen. Also es ist ja, wenn das die Erwachsenen gemacht haben oder ne, mit Gläserrücken oder dann ihre spirituellen Erfahrungen, aber wenn die das schon ohne Einfluss der Eltern durch die Medien oder mit Yoga schon ab Kindergarten oder ab Schulalter und so eingeflößt kriegen, also schon so staatlich abgesegnet und durch Medien und alles, ne? Also das, was nach außen so, man hat als Eltern, die das vielleicht nicht wollen, schon kaum noch eine Chance da zu intervenieren und da irgendwie einen Riegel vorzumachen. Also wenn Kinder da nicht mit dem Glauben an Jesus groß wären und mit dem Wissen um Gott, um seine Gebote und um sein Wort, dann ist das für Kinder ja gar nicht mehr zu unterscheiden. Die werden damit groß und das ist für die das Normalste der Welt. Ja. Naja, da soll diese Generation herangezüchtet werden, die dann einst ohne kritischen Verstand den Antichristen anbeten und verehren wird. Wir haben es ja vorhin gelesen aus Offenbarung 13. Das ist ja ein Heranzüchten fast schon, so will ich es mal nennen. Ganz genau. Es gibt ja auch keine Kinder mehr, also es gibt keine Grundschulkinder mehr ohne Handy in der Hosentasche. Man hat keine Chance mehr zu überprüfen oder zu kontrollieren, mit was die in Kontakt kommen. Genau. Ja, und ein weiterer Aspekt ist natürlich, da ist auch ein riesen Einfluss von Satan. Er verspricht natürlich auch diesen ganzen Menschen, die diese Dinge produzieren, weil da muss ja auch jemand sein, der das produziert und verkauft. Den verspricht er den Mammon, also Reichtum. Ja, und damit wird diese ganze Industrie bedient. Aber halt auch nur mit dem einen Zweck, dann dieses Böse irgendwie in die Gesellschaft zu transportieren. Aber hier, Geld, Reichtum, das ist ein Riesenbusiness. Da fließen Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Marketingbudgets in solche Filme oder Musikstücke oder Dosen. Da steckt eine ganze Werbeindustrie dahinter. Wir haben uns ja vorhin schon nochmal gelesen, dass dieser Film, Der Goldene Kompass, damals auch, als es dann in die Kinos kam, also unheimlich viel Kritik von Christen gab es, also richtige Aufbegehren, dass dieser Film verboten wird, wie auch immer. Wurde ja nun nicht, aber. Ja. Na, jetzt hätten sie kein Problem mit Teil 2 und 3 rauszubringen. Vielleicht kommt es ja noch. Ja. Wisst ihr, und ich finde es halt krass, weil die Zielgruppe sind ja in der Regel meistens junge Menschen oder Kinder, auch Pubertierende, die sind auf der Suche nach Halt, nach Geborgenheit, nach Liebe. Du fängst an, dich selber zu suchen in dieser Zeit, wenn du erwachsen wirst. Und genau dort rischt der Satan rein. Es ist wirklich krass. Und das Problem ist, die machen ja auch dann ihre spirituellen Erfahrungen. Wenn die anfangen setzen sich abends in ihr Kinderbettchen, haben einen Film gesehen und fangen an zu reden. Natürlich fangen dann bei denen diese übersinnlichen Kräfte, die ja der Satan dann in uns allen auch aktiviert hat, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ne, die dann hellsichtig, hellfühlig, hellhörig werden, fangen die ja ganz früh an und dann suchen die danach und dann haben die, das kann ich mir schon vorstellen, dann haben die dann einfach ein Gefühl von Halt, von da ist jemand und wenn die wissen, dass damit, nicht damit wissen, aber wenn die damit das verknüpfen,
das ist mein Dämon, das ist mein bester Freund, das ist in meiner Seele, damit identifiziere ich mich. Also was Schrecklicheres kann man sich, wenn man die Bibel kennt und das Wort Gottes kennt, kann man sich nicht mehr vorstellen, was denen passiert und in was für einen Sumpf die landen. Ja. Und ja, das ist alles Lug und Trug und Falschheit von Satan und da findet kein Kind halt. Ja, das ist das Verderben schlechthin. Eigentlich meine, sollte es ja eher der Schutzengel sein, ne, den man vermarktet. Man sollte lieber den Schutzengel vermarkten und nicht den Dämon. Total verdreht. Ja, aber dazu leben wir einfach in der falschen Welt. Die ist halt nur mal gefallen. Ja. Aber wir sollten, natürlich, wir sollten das. Aber da fällt mir noch ein, mit den Kindern, ich meine, das geht ja eigentlich auch schon lang. Das kenne ich noch aus dem Schamanismus, dass man ja Krafttiere hat. Jeder Mensch hat irgendwie verschiedene Krafttiere. Ja. Und dann ging es echt, ja, und mein Kleiner, der läuft immer mit dem Hasen Felix im Arm rum oder hat irgendwie einen Hund, Bello, kann ohne Bello nicht schlafen, das ist sein Krafttier. Ohne dem kannst du nicht aus dem Haus gehen. Das geht ja auch schon sehr lange, dass man Kindern auch immer, da hat man auch nie drüber, ich habe da auch nicht drüber nachgedacht, mit den ganzen Bärlis und Hundis. Das war ja noch schön als Plüschtier, aber mittlerweile sind ja Teufelchen schon Plüschtiere. Stell dir mal vor. Ja. Und, die Mangas, oder? Die werden ja jetzt auch so. Genau. Es kommt ja, was man rein interpretiert. Ich denke, ein Kind, was ein Plüschtier hat und das braucht es am Anfang noch und schläft damit gern. Absolut. Hat überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber diese Götzen, die manche da aus manchen Sachen machen und die auch Eltern ja da und Kindern das so suggerieren, das, was dann das Verkehrte ist eigentlich, ne? wo die Kinder dann so den Halt darin suchen und gar nichts anderes. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten in den 80er Jahren kam Monchichi auf. Kennt das jemand von euch? Kenne ich noch, ja. Naja, genau. Die Monchichis, das waren so kleine, potthässliche Figuren. Heute sage ich echt potthässlich. Mit so, und was war das Schöne daran? Die konnten einen Daumen in den Mund stecken und man konnte ihre Haare flechten. Und jedes Mädel ist mit so einem Monchichi rumgelaufen und ich wollte auch eins haben. Und mein Papa hat immer gesagt, nö. Dann hat er irgendwie so ein Ersatz-Dingsbums und dann habe ich gedacht, mit dem kann ich nicht rausgehen, ich brauche einen Monchichi. Da war man auch richtig süchtig danach. Kenne ich noch, ja, aus der Kindheit. Und hässlich. Die Dinger, ja. Wir haben uns ja vorhin die Frage gestellt, warum begehren eigentlich die Kirchen nicht auf, zum Beispiel jetzt gegen so Bloody Water mal als Beispiel. Eigentlich ist das nicht verwunderlich, wenn die Kirchen selber solche Sachen durchführen. Ich hatte vorhin ja schon mal kurz das angedeutet mit Harry Potter im Gottesdienst. Ich lese das auch nochmal ganz kurz vor. Michael Kotsch hat dazu ein Video gemacht. Lokale Medien äußern sich begeistert über einen Harry Potter Gottesdienst im pfälzischen Bockenheim. Mehr als 200 Personen waren in der evangelischen Kirche erschienen, darunter befanden sich zahlreiche Potter-Fans in entsprechender Verkleidung. Die Kirche wurde stilgerecht als Zauberschule dekoriert. Statt christlicher waren nun überall magische Symbole zu sehen, statt Kirchenlieder bekamen die Gäste Musik aus Harry Potter-Filmen zu hören. Texte aus den Romanen bewarf Pfarrerin Ute Metzger als Inspiration für das eigene Leben. Die Fürbitten wurden mit magischen Sprüchen des Zauberhelden abgeschlossen. Durch Harry Potters Beschwörung Expecto Patronum sollte die Verbindung zu einem jenseitigen Schutzwesen aufgebaut werden, das dem Menschen vorgeblich Macht und positive Gefühle vermittelt. Da haben wir also auch wieder die Schutzwesen. Ja, eigentlich ist es im Goldenen Kompass, hat man es eher Dämonen genannt. Kann man sich dann also noch wundern, dass wir von den Kirchen nichts hören? Kein Widerstand, wenn die selber sich an der Sache beteiligen? Ja, also ganz ehrlich, Eckhard, wenn ich das höre, auch da wird natürlich wieder ein Milliardenbusiness bedient, weil Harry Potter und alles drumherum, Merchandising und was da alles verkauft wurde, die Bücher, die Filme, ein Riesenbusiness. Und ganz ehrlich, diese Staatskirche, die so etwas anbietet, sorry, die macht sich zum Lakaien
Und zur Event-Location für Harry Potter-Fans, sollte die Kirche nicht besser die frohe Botschaft verkünden? Ja. Das Evangelium? Also sogenannte Namenskirchen werden auch schon von Satan verführt, solche Events durchzuführen. Das ist unfassbar. Und wieder lenkt das ab von Jesus. Stellt euch vor, es lenkt immer ab von Jesus. Warum gehe ich denn eigentlich in die Kirche? Um dort Jesus zu begegnen, um das Wort zu hören. Aber nein, jetzt werden solche Veranstaltungen dort stattfinden. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, den Kirchen, denen läuft halt auch der Hintern auf Grundeis. Die verlieren immer mehr Menschen. Ja, und dann müssen die sich irgendwas einfallen lassen. Und der Satan bedient das. Ja, und das ist, ich meine, der hat da überall seine Finger im Spiel. Und sind wir mal ganz ehrlich, Magie und Zauberei fasziniert die Menschen. Ja? Mystik, Hexerei, das mutiert ja schon fast zum Gebet. Stellt euch mal vor. Die Frage ist nur, wer wird dort angebetet? Die Frage ist nur, wer wird dort angebetet? Die Dreieinigkeit sicher nicht. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Komplett aus dem Fokus. Komplett. Ja, und ich kann da auch nur einen Vers noch zitieren und dann bin ich auch schon wieder ruhig, weil dieses Thema triggert mich wirklich. Hm. Also in 5. Mose 18, Vers 10 lesen wir, es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geister band oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel. Und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Ja, wichtige Stelle. Ja, und das will was heißen. Also wenn in der Bibel steht, das ist dem Herrn ein Greuel, genau, dann ist es nicht, finde ich jetzt nicht so dolle, sondern das ist wirklich, ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Dass er dann sagt, es ist mir ein Greuel, weil er das vertreibt. Ist der Zorn wird, Gottes. Ja. Und dann wundern sich die Menschen, dann wollen sie nicht Bibel lesen, weil das Alte Testament voll ist mit Zorn Gottes. Da wird ja nur rumgemordet, der ist immer nur schwer, schlecht drauf und hin und her. Aber man muss mal lesen, warum eigentlich. Er ist so langmütig und er sagt immer wieder, kehrt um, lasst das bleiben. Schickt eure Kinder nicht durchs Feuer, wie am Anfang, also im Vers 10, ja. Die haben ja Kinder geopfert. Das war alles Satanskult. Und deswegen hat er sie herausgetrieben und da durfte einfach nichts mehr am Leben bleiben, ja. Also Frauen, Kinder, Männer, Esel, Hühner, alles musste weg. Und das missverstehen halt die Menschen ein bisschen, die halt nicht Bibel interessiert sind und denken halt, Gott ist ein grausamer Gott. Aber auch hier finde ich, er ist unglaublich langmütig. Ich glaube, der ist eigentlich, ist er, also was hier stattfindet seit einigen Jahren, also was mir besonders auffällt, die letzten 3 Jahre vor allen Dingen, gibt's richtig Gas gegeben. Aber er ist halt langmütig, weil er halt einfach noch schauen will, dass so viel wie möglich, also er weiß, dass es einfach noch Menschen gibt, die zum Glauben kommen wollen, auch in dieser schlimmen Zeit. Ja. Aber irgendwann geht die Tür der Eiche Noah zu. Ist auch so Sinnbild, ja. Wenn dann alle einfach drinnen sind im Schiff, dann macht er die Türe zu und dann fällt der Vorhang und dann geht die Post ab. Ja. That's it. Und Gott ist wirklich groß, Gott ist so gut und er lässt es einfach, weil viele fragen ja, ich habe mich auch am Anfang gefragt, wie kannst du das alles nur zulassen, ja, vor allen Dingen, dass es mir schlecht geht. Aber ja, ich habe die Antworten halt gefunden, ich verstehe es jetzt einfach und seitdem gehe ich auch irgendwie mit anderen Augen durch die Welt. Eckhard, wir haben letztens darüber gesprochen,
ich dachte mir, ich bin die Einzige, die so sensibel geworden ist irgendwie. Ich kann mir keine Sachen mehr anschauen. Ich hatte 400 DVDs, die habe ich allesamt, die habe ich für einen Huni losgekriegt. Eigentlich hätte ich sie wegwerfen sollen. Ich war ein Film-Junkie, ich habe alles gehabt. Von Filmportalen und alles. Ich habe mir alles wirklich reingezogen. Ich kann mir nichts mehr anschauen. Ich bin die langweiligste Person auf der Welt geworden. Mit mir kann man nicht mehr ins Kino gehen. Mit mir kann man nicht auf die Wiesen gehen. Mit mir kann man auf keine... im Club. Ja, das habe ich, hab ich wörtlich zu Evangelia gesagt. Willkommen das hat er im Club. Gesagt, und das hat mir so gut getan, das zu hören. Weil, und dann deckt sich das aber auch wieder, wir sind sonderbar, also wir sind aber auch heilig, wir sind abgesondert und so empfinde ich das auch. Ja? Ich habe der Welt den Rücken gekehrt, nicht weil ich es muss, sondern und ich fühle mich, ja, ist halt schwierig und wir gehen halt durch die Welt, jetzt, ich gehe mit durch die Welt mit anderen Augen und dann fallen mir eben solche Dosen auf zum Beispiel. Oder ja. Solche Filmchen kommen ja dann auf YouTube. Ach, da gibt es dann noch so viel mehr. Ich gucke mir da schon viel an. Und dann auch die Werbung, die man da vorgeschalten wird, die wird ja auch immer abstruser. Ich versuche das ja immer mal schnell aufzunehmen. Es gibt Filme, da habt ihr keine Vorstellungen. Wenn ich das nochmal kriege, ich muss das aufnehmen. Also Satan persönlich, alles in Rot, es raucht, solche Hörner. Sitzen die dann davor und spielen damit. Werbung gemacht. Also ich kriege dann nur Gänsehaut, wenn man das sieht. Ja, naja. Wie gesagt, willkommen im Club. Danke. Das ist eben bei allen so, die sich für Jesus Christus entschieden haben. Und dafür wollen wir auch werben. Wenn du schon von Werbung sprichst, ja, wir wollen irgendwie auch so eine Art Werbung machen, auf Jesus hinweisen. Derjenige, der nämlich einen aus dieser ganzen Sache herausträgt, bis in die Ewigkeit. Und wir sehen es ja bei Pasquale an seinem T-Shirt. Danke, Punkt. Dass du das heute angeschaut hast. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, aber dass jeder, der zuschaut und ist gläubiger, wiedergeborener Christ, wir sind in dieser Welt eben wie Fremde, wie unser Herr, der eben auch hier nicht von dieser Welt war. Und so ist jeder, der an Jesus glaubt, eben auch nicht von dieser Welt, ist einfach so. Und wir laden ein, da auch der Welt den Rücken zu kehren, anstatt Bloody Water, kommt zu Jesus. Ja, das ist eigentlich die Botschaft. Um die es geht. Darf ich da noch mal ganz kurz was sagen, weil natürlich. Du das erwähnst? Zu dem Spruch, trink oder stirb. Mal ganz kurz. Das ist ja eine richtige Kampfansage. Also das ist zum Beispiel ein ganz typisches Beispiel, wie Satan etwas so hindrehen kann, dass es eigentlich eine, also die richtige Botschaft wiedergibt, aber in total falsche Richtung geht. Johannes 4, Vers 14, da sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Im Endeffekt sagt ja Jesus auch, jetzt brechen wir es runter, wenn du das nicht trinkst, dann stirbst du halt auch, oder? Und jetzt nimmt es aber Satan her, diese Kampfansage, drink or die, heißt also, wenn du dieses dämonische Wasser nicht trinkst, dann stirbst du. Genau, dann stirbst du. Das erinnert mich an den Garten Eden. Ne? Gewisslich sollte Gott wirklich gesagt haben, ja. Ihr werdet gewisslich nicht sterben und jetzt sagt er es umgekehrt, ihr werdet aber sterben. Ne? So. Und dann ist ja noch so ein schöner Satz mit dabei, unser Wasser ist so rein und erfrischend, dass es fast so ist, als wäre es durch die Adern eines Vampirs gefiltert worden. Oh. Ei, ei, ei. Oh. Ja, man fasst es nicht. Also so viel zum blutigen Wasser. Empfiehlt sich nicht, das zu trinken. Ich finde auch, weißt du, da kann ich aber auch noch herleiten, als Jesus Christus den Speer in die Seite reingekriegt hat, ist Blut und Wasser rausgekommen. Und das Wasser ist ja eigentlich das Lebengebende, der lebengebende Aspekt. Und das Blut, was Jesus Christus gegeben hat für uns, ist der erlösende Aspekt. Und ich finde, das wird jetzt mit einem Bloody Water, kipp's runter oder du stirbst, auch total echt in Dreck gezogen. Blasphemie? Blasphemie? Pur?
Also ist meine Empfehlung absolut Finger weg davon, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, aber echt Finger weg davon. Das ist richtig, richtig nicht gut. Ja, es ist brandgefährlich, auf Satan sich einzulassen. Am Ende hat man dann nämlich nicht irgendwie ein erfrischendes Wasser aus der Vulkaneifel, sondern richtig Feuer. Ja, und das geht nicht mehr aus. Ja. Naja gut, also wir haben das alles erleben dürfen, haben früher ja selber da mitgemischt. Jeder war von uns ja mal in der Spiritualität und somit im Okkultismus. Deswegen kennen wir das ja auch nur als so gut, wie groß die Verführung auch ist und wie leicht man darauf reinfällt. Also ich bin auch darauf reingefallen und habe die abstrusesten Dinge geglaubt. Und das haben wir, glaube ich, alle gemeinsam. Aber Gott sei Dank gibt es Gott, der in seiner Gnade uns ja das erklärt. Diesen anderen Weg, diesen guten Weg aufgezeigt hat, Jesus Christus, den einzigen Weg zum Vater. Und für ihn machen wir ja überhaupt diese ganze Sendung, um Menschen, die da auch noch feststecken in diesem Morast, davor zu bewahren und auch um aufzuklären über dieses Satanische, was immer offensichtlicher wird in der Gesellschaft, es reift richtig aus, da reift etwas Böses richtig heran und irgendwann platzt das Ganze und dann greift Gott ein. Und man sollte vorher noch seinen Frieden mit Gott machen, bevor es hier richtig abgeht. Ja, dazu wollen wir einladen. Wir haben noch ein Thema, könnt ihr noch? Ja. Also eigentlich zwei, wir müssen mal sehen, wie wir dann zeitlich durchkommen. Es gibt ja auch diese Coaching-Szene, also diese größenwahnsinnige und außerdem Unmengen auch an Geld verschlingende Coaching-Szene. Da hat bestimmt Pasquale auch wieder was zu sagen zum Thema Mammon. So Thema sei dein eigener Schöpfer. Laura Marlina Seiler, Veit Lindau, dieses Creator-Netzwerk mit Stefan Friedrich, Bahalimas, Robert Betz. Da kann man ja in allen möglichen Dingen sich coachen lassen. Die geheime Formel zum Erfolg, emotionale Blockaden lösen, die Rise Up and Shine University, das weiß Laura Marlina Seiler zum Beispiel, sprenge deine Grenzen und so weiter. Da haben wir ja das nächste Ding. Das ZDF hatte ungefähr vor einem Jahr, na, das war im 26.04.23, da eine Sendung gebracht, erleuchtet oder abgezockt. Im Sog der Coaching-Szene. Unser erstes Video hier in der Runde hieß ja Erlöst oder Erleuchtet. Oder andersrum, Erleuchtet oder Erlöst. Das ZDF fragt jetzt hier, Erleuchtet oder Abgezockt? Wie kann man das beantworten? Ja, das kostet ja auch alles Geld, so ein Coaching, ne? Da wird ja riesen Geld auch wieder mal verdient. Sorry, ich hab's heute mit dem Geld, aber irgendwie... Ja, das kommt auch in dieser ZDF-Sendung, dass da zeigen sie so ein Beispiel, wo man halt ein Coaching macht und am Ende dieses Coachings ist dann so eine Art Verkaufsveranstaltung, da soll man dann gleich für 10.000 Euro noch gleich mal das nächste Coaching buchen, damit man noch erfolgreicher wird. Also Mammon pur und ja, bringt tut anscheinend nichts. Die Frage ist ja auch immer, was wird dort eigentlich gelehrt? Was wird dort gelehrt? Ja. Also ich glaube, dass da so, das wird vielleicht nicht bewusst so gesagt, ja, das wird dann auch gut verpackt, aber im Endeffekt wird dort Selbstgerechtigkeit gezüchtet, Stolz, Hochmut, auch die Gier, weil du kannst ja, wenn du dich ausbilden lässt von einem Coach, dann sagt er dir ja auch, ja, und du selber kannst auch Coach sein. Coach the Coaches, ja, das kostet dann natürlich auch wieder Geld. Und wenn du aber dann Coach bist, dann verspricht dir ja dieser Coach, verdienst du selber am Coaching. Also das ist wie so ein Multilevel. Doch besser, du bildest Coaches aus. Die dann wieder Coaches ausbilden, ja. Ja. Ja, genau. Also auch da ist wieder stark der Mammon am Werk und ja, was wird da verkauft und mit welchem Ziel? Ich meine, da geht es ja auch viel um Selbsterkenntnis, um Selbstliebe, Erleuchtung, das sowieso,
innerer Frieden, Liebe, Erlösung. Ja, und dann wird dir halt versprochen, Rettung, ja, und bau dein eigenes Coaching auf. Das ist natürlich wieder mit Invest verbunden. Aber am Ende sind alle diese Angebote, die richten dann einfach auch wieder den Blick weg von Jesus. Ja. Dann bist du voll wieder drin im New Age, in der Spiritualität, in der Esoterik, weil die Lehrinhalte sind im Prinzip alles Themen, die auch in dieser Spiritualität oder New Age-Szene vorkommen. Diana, ich hatte ja vorhin schon diesen Satz gesagt, in der Coaching-Szene kann man das als Oberüberschrift vielleicht nehmen. Für all diese Coachings sei dein eigener Schöpfer. Du hast ja auch Erfahrungen gemacht. Ja, auf jeden Fall. Sei dein eigener Schöpfer. Also was ich habe ja grundsätzlich überhaupt gar kein Problem mit Coaching. Ja, weil Coaching, was heißt Coaching? Coaching ist irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe. Also meinetwegen, ich helfe jemandem, dass er besser Klavier spielen kann, weil er halt Klavierspieler ist. Oder ich coache im Sport zu besseren Leistungen oder so. Oder wenn man es jetzt im Seelencoaching nimmt, ich unterstütze jemanden, dass er den nächsten Schritt gehen kann, dass er gucken kann, Mensch, hier habe ich doch noch eine Ressource, eine Kraftquelle oder was weiß ich, schafft das vielleicht doch, morgen wieder aufzustehen. Also grundsätzlich finde ich das von Mensch zu Mensch und situationsbedingt überhaupt gar nicht schlimm. Die Entwicklung finde ich schlimm, wie das inzwischen genommen hat. Und das geht wirklich immer mehr auch wieder in diese Richtung, sei dein eigener Schöpfer. Also dieser Größenwahn, der da herrscht. Du kannst alles sein, du kannst alles haben, du kannst alles werden. Ja, also du hast die Fähigkeiten dazu. Ich zeige dir, wie du deine Fähigkeiten entfalten kannst, damit du das Universum ausräumen kannst. Und dann stellt man irgendwie fest, man kommt da nicht weiter und dann kommt halt das nächste Ding. Okay, das waren die Basics, jetzt komm in meine Masterclass und dann zeige ich dir, wie es richtig geht. Und nach der Masterclass kommt die Master-Masterclass und dann nach Master-Master-Master-Master-Masterclass und du bist, wie wir ja auch auf unserem spirituellen Weg, schon drin in dieser Spirale. Es entsteht eine Abhängigkeit. Ja, du kommst da irgendwie nicht mehr raus, weil du weißt ja jetzt, du kannst es schaffen. Du musst es schaffen. Du bist dein eigener Schöpfer. Und jetzt musst du es dir auch irgendwie beweisen. Und was ich so erschreckend finde, es bleiben so viele Menschen dann irgendwann auf der Strecke, weil sie sich entweder komplett verschuldet haben. Ja, sie kommen ja doch zumeist in ihrer Realität wieder an. Und viele, die so ein Coaching anfangen, die kommen ja, es gibt ja nicht nur Business-Coaching, wo ich jetzt schon eine gut laufende Firma habe und ich suche mir einen Coach, damit meine Firma noch besser läuft, beispielsweise. Sondern viele kommen ja aus einer Verzweiflung heraus, aus einer seelischen Verzweiflung, aus einer Verzweiflung, ja, genau. Die dann nach dieser Lösung suchen. Dann diese Coaches, die sind ja inzwischen, die werden ja angehimmelt wie Gurus. Es muss also dieser Coach sein. Ich muss diese Masterklassen durchlaufen. Und wenn ich es mir wert bin, dann nehme ich die Kredite auf, dann verschulde ich mich noch mehr. Und dann muss ich erst recht weitermachen, weil ich wüsste gar nicht, wie ich in der Realität überhaupt noch bestehen soll. Ich meine, aber das wird ja auch so kommuniziert. Du musst es dir wert sein. Genau. Wenn du nicht in dich investierst, dann bist du ein Loser. Willst du denn weiterhin ein Loser sein oder willst du der Macher sein? Ja, und da geht es den ganzen Tag so. Das ist die totale Manipulation. Total. Das ist die totale Manipulation. Und wer steigt denn da freiwillig aus und sagt, der ist ja dann der Oberloser? Zum Beispiel, weil du schwimmst ja mit der Masse. Mhm. Auf jeden Fall. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen mit dieser ganzen Coaching-Szene beschäftigt und mal so sieht, was bei diesen großen, erfolgreichen Coaches alles so hinter den Kulissen abgeht, also da sind alles andere als diese Menschen, die die Erleuchtung jetzt gefunden haben, die es geschafft haben, ja, die so selbstlos sind und die für das Gute in der Welt stehen und die so Geber sind. Und da ist alles andere dahinter. Also wie du auch schon sagst, Pasquale, da ist eine Geldgier vom Allerfeinsten. Da ist, also ich habe ja auch schon einige kennengelernt, so auf dem Weg. Das, was die da so propagieren, was du da alles für
echte Werte gewinnen kannst, die leben die A überhaupt nicht und sie können sie natürlich auch nicht übertragen. Und wenn ich so überlege bei mir, ich habe ja auch viele, viele Sachen gemacht, Ausbildung und so weiter, Coachings und hast du nicht gesehen. Und was ich da nicht alles lernen wollte für viel, 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 viel und noch mehr Geld. Und wenn wir auch diese spirituellen Aspekte oder so reinnehmen, dieses, ich wollte lernen, wie ich dankbar sein kann, ja, wie ich endlich Liebe sein kann, wie ich endlich wertschätzend sein kann. Also all das wollte ich lernen. Und als ich mich bekehrt habe, brauchte ich das gar nicht mehr lernen. Weil plötzlich war ich jeden Tag dankbar. Ich war dankbar. Ich bin dankbar aufgestanden. Ja, dankbar, dass ich am Leben bin. Dankbar, dass Gott den Frühling, den Sommer, die Blumen, die Bäume, also all das. Früher musste ich Bäume umarmen und ich habe es umarmt und ich habe es umarmt und ich habe es umarmt. Ja, hast du auch ein Kräuter, was weiß ich, was für ein Ausbildungscoaching im Wald, damit du jetzt da irgendwie Liebe bist und dich verschmelzen kannst mit der Natur? Das brauchte ich nicht mehr, weil ich weiß nicht, ich konnte eine Blume ansehen, einen Baum ansehen und ich konnte diese Liebe, für die ich früher ganz viel Geld bezahlt habe, plötzlich sehen. Was wollte ich noch alles lernen? Ja, Liebe, Menschen gegenüber und so weiter. Was habe ich gelernt? Immer mehr Egoismus, immer mehr Egozentrik. Also ich habe ja die anderen Menschen gar nicht mehr gesehen. Und das ist ja bei diesen Coachings auch dasselbe. Du drehst dich immer mehr im Kreis und immer mehr um dich selbst. Du nimmst ja deine Umwelt und die Menschen überhaupt nicht mehr wahr. Also ich erinnere mich mal an eine so eine Geschichte. Ganz simpel, kam mir so beim Feuer nachdenken so in den Kopf. Ich hatte, als mein Sohn noch sehr klein war, mal so ein Wochenende gemacht, Glückscoaching, irgendwas, frag mich nicht, ich weiß nicht mehr, was das war. Es war auf jeden Fall in Leipzig, ich wohne in Berlin. So, Fakt ist, ich habe es gebucht, es hat Geld gekostet, ich musste nach Leipzig, mein Sohn musste zu meiner Mutter, weil ich wieder mal lernen musste, ganz wichtige Sachen damals für mich. Und der erste Tag war durch, ja, wieder voll in der Entwicklung und na, jetzt sowieso, bist ja sowieso die Schaust. Rief abends meine Mama an. Anna, also sie hat immer Anna gesagt, es tut mir leid, aber du musst nach Hause kommen. Ich sage, wieso muss ich nach Hause kommen? Dein Kind hat Fieber. Der will seine Mama. Ich sage, Mama, ich kann jetzt nicht nach Hause kommen. Also ich war ja jetzt mittendrin in diesen wichtigen Dingen, ja, die ich da jetzt irgendwie, ne, so. Und sie sagte, es ist mir ganz egal, du musst nach Hause kommen. Dein Sohn hat Fieber, der will seine Mama. Ja? Und dann weiß ich, bin ich auch wirklich mit ziemlich schlechter Laune nach Hause, dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein, das kann doch nicht so schwer sein. Und wie auch immer, wenn ich das heute rückblickend betrachte, ja, das wäre Liebe gewesen. Also völlig selbstverständlich, dass ich bei meinem Kind bin. Das ist wichtig. Das sind echte Werte. Ja, jemandem zuzuhören, das ist ein echter Wert. Und nicht, dass ich zur Verfügung stehe gegen Energieausgleich oder so. Also, dass diese echten Werte, diese wirkliche Nächstenliebe, Realitätssinn, im Leben stehen, andere sehen, sich um andere kümmern, das geht alles, alles verloren. Also, wir zahlen ein Schweinegeld dafür, dass wir uns immer mehr von der Realität, von den Menschen und auch von uns selbst entfernen. Und das finde ich katastrophal. Und Jesus sagt ja, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er schenkt uns diese Ruhe, die wir finden, umsonst. Es kostet kein Geld. Und ich habe mich auch immer gefragt, ich hatte ja auch eine Praxis, ich hatte immer Schwierigkeiten, Geld für meine Leistung zu nehmen, also für meine Leistung, dafür, dass ich mich um eine Seele kümmere. Ich hatte da immer irgendwie einen Schmerz mit und habe das auch nicht verstanden. Ja, ich wäre da nie reich geworden. Heute verstehe ich das. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es geben. Ich, also kein Psychiater kann umsonst arbeiten, das ist gar nicht die Frage. Aber mit der Seele
der Menschen solch ein Schindluder zu betreiben, um sich den 7. Ferrari zu kaufen. Ich finde es einfach abartig. Und vor allen Dingen, ihnen auch zu sagen, also erstmal einzutrichtern, du musst erst was Besonderes werden, weil du bist ja nichts Besonderes. Und da darf ich mal ganz kurz Psalm 147 zitieren. Hoffnung für alle. Er hat die Zahl der Sterne festgelegt und gab jedem Einzelnen einen Namen. Das ist mir heute Morgen durch den Kopf gegangen. Und wenn er jedem einzelnen Stern einen Namen kennt, gibt und ihn kennt, und sei er noch ein Fitzelchen, also wenn er das im Großen und Ganzen machen kann, was kann er dann? Er weiß ja auch, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Es ist, und kein Stern gleicht dem anderen. Nichts auf dieser Welt gleicht dem anderen. Kein Gänseblümchen schaut genauso aus wie das Nachbargänseblümchen oder ist wie das Nachbargänseblümchen. Wir sind alles Unikate. Und er kennt uns alle in- und auswendig. Wir müssen uns nicht nach oben coachen. Ja. Das ist mir heute bewusst geworden, wie einzig, also das, was wir immer teuer Geld in Seminaren ausgegeben haben, um eine Einzigartigkeit, also nicht, ja, um was Besonderes zu sein, haben wir so viel Geld ausgegeben, um uns aus der Wertlosigkeit, die wir ja sind, rauszukaufen und rauszucoachen, rauscoachen zu lassen. Gibt uns Gott umsonst, indem er sagt, ich wiederhole es nochmal, ich kenne jeden Namen eines jeden Sterns, den ich gemacht habe. Ich weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Ich weiß, was dir im Herzen vorgeht. Ich habe dich gesehen, jetzt mal bei Psalm 139, ist der schönste Psalm von allen. Ich habe dich schon gesehen, da hat keiner gewusst, dass es dich gibt. Mal auch ein Appell an die Frauen, die sich schwer tun und sagen, ich bin jetzt schwanger, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist kein Zellhaufen, das ist, Gott kennt dieses Wesen schon in dir drinnen und hat dich schon gekannt, bevor überhaupt die Eizelle mit der Samenzelle zusammenkam. Wusste er alles. Amen, Amen, Amen. Und er hat gesagt, und er sagt, und ich habe alles von dir schon in meinem Buch geschrieben. Ja. Das meint auch Jesus Christus, der sagt, ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende. Bedeutet, alles, was Jesus gemacht hat, war das allererste Mal. Und so sind wir auch. Wir sind auch nur ein allererstes Mal. Versteht ihr das? Kommt ihr damit jetzt, was ich meine? Wir sind einzigartig. Ja. So hat uns Gott geschaffen und so liebt uns Gott, dass er uns auch eine Galaxien schenkt, nur für uns. Da wohnen keine anderen Außerirdischen. Das hat er für uns geschenkt, das ist der ganze Reichtum, den er uns gibt. Und das wird halt in den Coachings nichts Da bist du auch immer gegeben. Falsch. Also du bist ja immer falsch. Immer falsch, genau. Immer. Und bei Gott sagt dir immer, du bist absolut richtig. Ich liebe dich nicht, weil du gut bist, aber ich liebe dich nicht, weil du gut bist, aber ich kann, ich krieg's jetzt nicht hin. Ich habe einen guten Spruch letztens gelesen, der war richtig gut, aber. Wir können ja Jenny vorlassen, die wollte, glaube ich, auch was sagen. Ja, entschuldige, ja genau, entschuldige. Ja, das Ding ist, wenn man uns an andere Coaches, also unser größter Coach ist ja nun Jesus und wir können uns jederzeit an Jesus wenden, den haben wir immer dabei. Wie gesagt, der möchte kein Geld von uns. Wir können ihn bitten, unser Herz zu verändern. Wir können ihn bitten, uns zu zeigen auch, ja, wo unsere Sünde auch noch in uns zum Tragen kommt auch und uns da auch zu verändern. Ja, er gibt uns sowohl das Wollen als auch die Kraft, das zu tun. Das können wir gar nicht, das sagt die Bibel schon. Aus uns selbst heraus können wir nichts tun. Und das ist ja das Schöne. Er gibt uns
Das ist ja was, was er uns verspricht. Er gibt uns das Wollen und wir müssen einfach zu ihm kommen. Wir müssen mit der ehrlichen Bitte zu ihm kommen, verändere mich bitte. Und das ist nun der mächtigste Coach, der, wie ihr schon sagt, ja, der alles von uns kennt, unser Herz in- und auswendig kennt. Das kann kein menschlicher Coach überhaupt, das kann kein angeblich aufgestiegener Meister von irgendwelchen Engelwesen ganz zu schweigen. Ja. Pure Liebe. Glaube, wenn sich der Sohn frei macht, dann bist du wirklich frei. Also ich kann für mich sagen, ich habe das erlebt. Das war einfach schlagartig. So viel Bindung weg an Dinge, die ich vorher glaubte zu brauchen. Also wie eben auch diese ganzen Seminare, Weiterbildung, noch mehr Bücher, noch mehr Lernen, noch mehr. Nein, nichts mehr. Ja, und wo fischen denn die Coaches, fischen die ihre Zielgruppe? Dort, wo die Menschen verloren sind, wie du schon auch gesagt hast, wo sie suchen, nach was suchen sie? Nach Liebe, nach Halt, nach Geborgenheit. Und Jesus, wie die Jenny sagt, ist der Coach der Coaches. Das ist der richtige Coach. Ja. Und in diesem Zusammenhang, ganz ehrlich, müssen wir Johannes 3, Vers 16 zitieren. Denn dort steht ganz drin, ganz klar drin, was er mit Verlorenen vorhat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, den Coach, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, was rennt ihr denn dann in die Coachings und gebt da so viel Geld aus? Kommt zu Jesus. Amen. Aber eines können wir ja doch ohne Gott, habe ich festgestellt, nämlich sündigen. Aber bei den Coaches, Sünde kommt da nicht vor, oder? Nee. Gibt's doch nicht, das Konzept. Ist. Nein. Es wäre höchstens eine Sünde, wenn du nichts so machst, wie sie es vorschlagen. Ja. Ja. Daran erkennt man immer, ob jemand gut predigt oder nicht, wenn das Thema Sünde, wie bei den eigentlich bei den Kirchen auch, da spricht auch keine Sau mehr von Sünde. Es gibt ein paar Ausnahmen, Gott sei Dank, gläubige Pfarrer, Pastoren, aber die kannst du ja fast schon an einer Hand abzählen. Absolut, ja. Und wer das Thema unter Tisch fallen lässt, Sünde, belügt halt die Menschen, denn wir sind nun mal alle Sünder und wir brauchen diesen Erlöser. Und da kann auch kein Coach kommen, nicht mal der Beste oder Teuerste, das für uns zu erwirken. Von denen ist keiner ans Kreuz gegangen, von denen würde auch keiner ans Kreuz gehen. Nee. Das hat nur der Herr Jesus getan. Das Problem ist ja in der Spiritualität einfach, dass es alles auf Seelenerfahrung gewälzt wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft gesagt wurde, das sind Erfahrungen, die wir machen wollten, auch diese schlechten Erfahrungen. Ich war in einem Coaching drin, wo die Dame gesagt hat, sie wäre ein inkarnierter Engel und sie hat vor ihrer Inkarnation hier mit ihrem Vater abgesprochen, er dürfe sie vergewaltigen und sie möchte die Erfahrung machen und er wollte diese Erfahrung machen. Also wie obstrus jetzt im Nachhinein. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt natürlich noch geglaubt. Ne? Aber wenn man jetzt aus der Sicht, also wenn der Heilige Geist in einem wirkt, wie tief böse das ist, ja, also wie schlimm müsste man denn sein? Also außer... Das muss von Satan kommen. Wie schlimm muss denn jemand sein, der sagt, ich möchte die Erfahrung machen, jemanden zu vergewaltigen. Ich möchte die Erfahrung machen, da das Opfer zu sein. Das ist wie ein Rollenspiel. Also wie ein Spiel wird das hingestellt und es passiert ja eh nichts, weil wir kommen eh alle wieder in den Himmel und dann geht's weiter und wir machen die nächsten Erfahrungen und inkarnieren wieder. Und aber passieren kann uns nie was. Wir werden alle aufsteigen und wir werden alle irgendwann zu Lichtwesen und... Das ist der Irrsinn. Kein vernunftbegabtes Wesen würde sich aussuchen, sowas machen zu wollen, weder als Opfer noch als Täter. Vor allem im nächsten Leben würde es ja genau umgekehrt dann passieren, laut der Karma-Lehre. Also die Spirale hat ja nie ein Ende. Das ist ja der Punkt. Wo man Böses würde es ist. Auch nicht Entschuldige. Glauben. Entschuldigung, ja. Man würde es auch nicht glauben, wenn es einem ein Medium oder Coach nicht so sagen würde. Ja, also Gott hat uns ja trotzdem
Vernunft irgendwo gegeben, ja, und menschlichen Verstand. Und wenn einem jemand sowas sagt, auch in einem Coaching, dann schüttelt man sich erstmal. Das ist eine ganz normale Reaktion, aber eine menschliche Reaktion. Und man glaubt aber diesen Menschen, weil wenn da jemand sagt, ich bin ein inkarnierter Engel und ich bin hellsichtig, medial und ich habe die und die Erfahrung gemacht und meine Geistführer sagen mir das und das, dann fühlt man sich natürlich nicht bestätigt und hinterfragt das auch nicht mehr, sondern sagt, ja, die muss das ja wissen. Ja, wer kann es wissen außer Gott und also wer kann es wissen außer Jesus selbst? Aber wenn wir Jesus nicht haben, dann glauben wir auch so einen Schwachsinn. Und lassen uns und geben das ja auch weiter. Ja? Wir werden von so jemandem gecoacht und coachen andere genau auf diese Weise. Ich habe auch Menschen sowas gesagt, ja, dass es solche Seelenabsprachen gibt, weil ich daran geglaubt habe, weil mir das jemand gesagt hat, der ja schon viel weiter im Bewusstsein war. Wie schlimm. Ich habe Leute in Rückführungen dahin geführt. Ja? Die sind mit ihren Problemen zu mir gekommen. Ich habe sie zurückgeführt in frühere Leben. Und da haben wir dann gefunden, warum ihnen das heute passiert ist, ne? Weil sie damals waren sie ganz böse in dem und dem Leben. Und das ist heute dieses Karma, was da gerade wieder abgearbeitet wird. Und dann sind die Tiefen entspannt nach Hause gegangen, weil sie jetzt wussten, warum es ihnen so beschissen geht. Es ist so traurig, dass ich das gemacht habe. Ja. Und was ja auch so, was finde ich auch so interessant, wir haben ja 60.000 Gedanken am Tag, die du dann ja auch noch irgendwie unter Kontrolle bringen musst. Deswegen musst du dich ja ständig reprogrammieren. So, aber auf der anderen Seite, wenn wir 60.000 Gedanken haben am Tag, bedeutet das, dass wir auch 60.000 Mal einfach schlecht denken und dass Gottes Standard ist, nicht ein einziges Mal schlecht zu denken. Ja. Und die Leistung, die Jesus Christus als Gott auf Erden gebracht hat, 33 Jahre lang nicht mal ein Hauch von schlecht denken. Der hat ein absolut sündenfreies Leben gelebt, auch gedanklich. Ja, deshalb kann die Gebote niemand erfüllen. Und deswegen, genau, und deswegen heißt es, wir sind, und es, mich hat es echt entlastet, als mich entlastet das total, mich macht es total frei, ich bin entspannt, weil ich sagen kann, ja, ich werde mich nie bessern können. Da kann ich mich noch so sehr anstrengen. Ich kann mich verbessern lassen, gewissermaßen so weit halt, wie es möglich ist, aber ich werde nie perfekt sein. Nie. Ja, man wird der Sünde überführt, ne, wenn man auch mit Jesus geht, wenn man ihm nachfolgt. Wenn der Heilige Geist in uns Wohnung macht, dann wird man auch der Sünde überführt und man bekommt ein Gewissen, ein Sündenbewusstsein. Und wenn man Jesus liebt, so wie er uns geliebt hat, dann sorgt auch der Heilige Geist dafür, den er uns ja überlassen hat, ja, anstelle von, bis er wiederkommt, dann sorgt der Heilige Geist auch dafür, dass unser Gewissen schneller anspringt, wenn ich etwas Sündiges rieche, ja, dann springt das Gewissen viel, viel schneller an mit dem Herrn. Ich habe die ganze Zeit jetzt gerade ein Bild gesucht, das hatte jemand, glaube ich, bei uns in der Gruppe gepostet. Wenn man die Bibel nicht kennt und dann steht da so ein Wolf im Schafspelz, außenrum sind lauter Schafe, die dem zuhören. Und so irgendwie, wenn man die Bibel nicht kennt, dann passiert das. Und dann sieht man da diesen Wolf im Schafspelz, wie der natürlich den Schafen da totalen Blödsinn predigt und die das alle glauben. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das noch wisst. Das muss ich nochmal raussuchen und dann hier einblenden. Das könnte so ein Coach sein, so ein Guru, ne? Genau, und das ist so, finde ich, so treffend. Deswegen ist es so wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Weil sonst kann dir jeder Coach alles Mögliche erzählen, wie was Jenny gerade gesagt hat, was da für Absprachen gab oder für angebliche Seelenverträge mit dem geistigen Team vielleicht noch abgesprochen. Wenn man die Bibel kennt, dann kann man das ganz sofort gleich erkennen als Irrlehre. Aber ohne das Wort Gottes bist du aufgeschmissen. Da kann dir ja sonst was erzählt werden. Sonst welche Märchen von irgendwelchen Coaches oder von irgendwelchen Personen, die von ihren Geistwesen dieses oder jenes gehört haben, ne? Denn du hast vorhin schon gesagt, dann denkt man so, die muss es ja wissen, ne? Ja. Pustekuchen. Das Schöne ist ja, wir brauchen uns nicht mehr auf irgendwelche Eingebungen in dem Sinne verlassen, ja? Wo
Wir haben das Wort, wir haben die Bibel, wir können da nachlesen. Wir haben das schwarz auf weiß und wir sind da wirklich in einer ganz tollen Lage hier in Deutschland, dass wir auch dürfen. Ja, es gibt ja auch noch Länder, wo Christen ganz schlimm verfolgt werden, wo nicht einfach an jeder Ecke und wo man Bibeln an Grobe stellen kann. Ja, und deswegen, wenn wir die Chance haben, kann man sich die Bibel zur Hand nehmen, man hat Gottes Wort und man kann sich leiten lassen. Ja. Dann kann man besser unterscheiden lernen. Natürlich mit Gottes Geist, auch, mit Hilfe Gottes, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Aber ja, man muss sich darauf einlassen. Man muss den Willen haben und auch die Tür öffnen, wenn Jesus vor der Tür steht und ankommt. Ja. Und wer anklopft bei ihm, dann, das ist eine Verheißung, eine Zusage, dann wird er einen nicht abweisen. Also wer anklopft, der wird auch reingelassen werden. Aber man muss halt auch anklopfen. Ne? Das ist dieser eine Schritt, den wir auf Gott auch zumachen müssen, nachdem er seinen Schritt auf uns zugemacht hat mit Jesus. Vielleicht können wir ja doch noch das eine Thema dranbringen. Ich dachte, ihr habt vorhin mich so gefragt, wie es mit der Zeit ist. Aber wir müssen es ja auch nicht so ausführlich machen. Das Thema spirituelle Partnersuche. Ich habe von, ich glaube, das war sogar von dir, Evangelia, so ein Screenshot bekommen von Conscious Love. Also das Nummer 1 Datingportal für bewusste und aufgewachte Menschen für Partnerschaft und Freundschaft jenseits des Mainstreams und der Matrix. Da musste ich schmunzeln. Ja, danke dafür. Ja, wir können da leider nicht mehr dazu. Wir sind ja echt. Ja. Wobei, wir sind keine Besucher. Ja, können uns nicht anmelden. Nee, du hast dich da nicht gleich angemeldet? Nee. Okay. Wäre aber kostenfrei. Ich habe mich nicht getraut. Ah. Wäre kostenfrei. Für Frauen oder auch für Männer? P4 ist jetzt kein Unterschied, aber das ist keine Ahnung. Ich kann das ja mal einblenden. Das ist, naja. Ich weiß ja nicht, Pasquale, also du hast ja da auch, bist ja auch mal früher in solchen Portalen unterwegs gewesen, in der Spiritualität. Wie bewertest du das denn jetzt? Also diese spirituelle Partnersuche, geht es da auch so um Dualseelen-Thematik und so solche Dinge? Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich selbst noch in solchen Gruppen mich aufhalte. Bin auch unter anderem in einer Facebook-Gruppe für spirituelle Singles. Aber das hat nur einen Grund. Ich möchte dort den Herrn verkündigen. Hm. Ja. Und was auffällt in diesen Gruppen, dort dominieren Themen wie Seelenpartner, Dualseele, Toxizität in Beziehungen, Bindungsängste, Verlustängste. Das sind so die Posts, die die User tagtäglich in die Gruppe reinstellen. Und dann entwickeln sich da natürlich Diskussionsforen draus. Ja. Und was ich da erlebe, das ist also wirklich krass. Da kommt es oft auch zu Anfeindungen, Ego-Ausschweifungen in Diskussionen. Auch wenn jemand da einen Partner sucht und öffentlich in die Gruppe ein Partnergesuch stellt, das wird ja dann in den Gruppen öffentlich gemacht. Das wird dann auch öffentlich breitgetreten und zur Diskussion gestellt. Und jeder meint dann halt auch, dass er da die Lösung hat. Ja? Und man bettelt sich und plustert sein Ego auf. Also es ist wirklich richtig krass. Und ich meine, ich muss natürlich auch sagen, dass sich dort viele Menschen tummeln mit massiven Persönlichkeitsstörungen. Also gerade jetzt Menschen, die Störungen wie Borderline oder Menschen mit massiven narzisstischen Anteilen. Und das befeuert dann natürlich diese ganzen Diskussionen und dann werden Vorwürfe in den Raum gestellt. Ja, du bist ein Narzisst. Nein, ich bin kein Narzisst. Du bist der Narzisst. Und also es ist grausam, wirklich grausam. Also alle hochspirituell. Genau, alle hochspirituell. Licht und Liebe. Licht und Liebe. Und jeder hat irgendwo eine Erkenntnis im Laufe seiner Coaching-Erfahrung oder in dem, was er praktiziert. Und man muss natürlich sagen,
die meisten, die Menschen, die sich dort in diesen Foren aufhalten, die praktizieren auch Okkultismus. Das ist ja klar. Also okkulte Praktiken sind dort an der Tagesordnung. Und darüber wird sich dann natürlich auch ausgetauscht, ist ja klar. Aber alle suchen im Endeffekt Heilung, Liebe, Geborgenheit, sind wir wieder bei diesen Punkten, und folgen jedoch ihr Lehren in der Esoterik. Tantra ist ein Riesenthema. Oh. Tantra, ja. Dualseelencoaches tummeln sich da natürlich auch, ist ja klar. Dort ist die Zielgruppe. Dort kann ich Geld verdienen. Ja, ich schau mal, wer postet denn da alles? Du, es kann sein, wenn du da einen Post ablässt, nach 2 Minuten hast du schon auf dem Messenger 4, 5 Dualseelencoaches, die dir ein Angebot machen. Ist doch klar. Hier, ja, sind wir wieder bei dem Thema. Oder Selbstliebe, Riesenthema, Selbstliebe-Coaches. Ja, du musst dich nur selber lieben, dann wirst du auch den Partner fürs Leben in dein Leben ziehen. Okay, ja, dann buche ich halt mal so ein Selbstliebe-Coaching. Ja. Ja, von meiner Seite kann ich nur sagen, seit ich mich bekehrt habe und zum Glauben an Jesus gekommen bin, bin ich überzeugt, dass Gott alleine eine Partnerschaft oder Ehe segnet. Ja. Klar, Voraussetzung ist natürlich, dass beide Partner gläubig sind, Jesus nachfolgen und in ihrer Ehe den Herrn Jesus verherrlichen, gemeinsam, weil die Ehe ist für Gott ein Heiligtum. Ein Heiligtum, ja. Ja, und dann ist es natürlich wünschenswert in so einer Ehe, dass man zusammen in den Gottesdienst geht, ins Gebet zusammengeht, wenn man Probleme hat, wenn sich Ehekrisen auftun. Ich sage nicht, dass eine christliche Ehe vor Krisen gefeit ist. Weit gefehlt, sage ich nicht. Aber das ist keine Garantie für eine Ehe auf Lebenszeit. Auch dort gibt es Krisen und Anfechtungen, das ist klar, und Verführungen. Doch dort würde ich mich, wenn ich jetzt so eine christliche Ehe nochmal führen darf in meinem Leben, dem Herrn sei es anbefohlen, sein Wille geschehe, ja, ich kann das nicht bestimmen, dass man dann doch eher in eine christliche Seelsorge geht, wenn sich partnerschaftliche Probleme oder Ehekrisen anbahnen und sich dort ja, in Form von Gottes Wort und Weisheit Hilfe holt. Ja. Und die Bibel spricht natürlich auch über das Thema Ehe, Beziehung, Partnerschaft. Und da habe ich 3 Verse, die ich gern noch vorlesen würde, zitieren würde. In Sprüche 18, Vers 22 lesen wir: Wer eine Ehefrau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt von dem Herrn. Also der Herr segnet die Ehe, den Bund, den wir vor Gott schließen. Ja. Das mal soweit von mir zu diesem Thema. Aber was mich wundert, warum ist da überhaupt eine Partnersuche? Ich dachte immer, man manifestiert sich den Partner einfach. Ja, ja, klar. Das sind natürlich auch oft Posts, wo es um Manifestationen geht. Und dann wird das natürlich zur Diskussion gestellt. Und wie du schon richtig sagst, viele beharren dann natürlich auf dem Standpunkt, ja, du musst ja nur deinen Partner manifestieren und dann kommt der automatisch in dein Leben. Ja, also, wenn ein Falscher kommt oder jemand, der nicht passt, dann hat man beim Manifestieren was falsch gemacht wieder. Was, ne? Oder was vergessen. Richtig. Ich habe immer was vergessen. Also ehrlich gesagt, konnte ich mir nie richtig vorstellen. Dann dachte ich, die Liste hört nicht auf. Ja, ach, ja. Genau, das könnte er noch haben. Ach, und ja, das könnte er auch noch sein. Und dachte ich, boah, ist das anstrengend.
Und was ist, wenn ich jetzt was vergessen habe? Das ist jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, ich lege das echt in seine Hände, in Gottes Hände. Er weiß doch am allerbesten Bescheid, wie ich drauf bin. Ja, und, genau. Und nicht, oh Herr, füge zusammen, also quasi füge zusammen, was zusammengehört. Ja, mit seinem Segen. Genau, Punkt. Jesus, Punkt. Der Herr Jesus sagt auch noch in Matthäus 19, Vers 4 bis 6, er aber antwortete, also Jesus, und sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer, also Gott, der Vater, sie am Anfang als Mann und Frau erschuf und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Also, so war es in der Bibel. Ja, heute sind wir da relativ weit weg davon, weit entfernt in der Welt. Das interessiert kaum mehr jemand, aber das passt ja zu dem Thema, dass das Böse immer heranreift und dass solche Dinge nicht mehr der Normalzustand sind, sondern das andere wird immer mehr zum Normalzustand. Ich habe jetzt gehört, da soll jetzt so ein Gesetz verabschiedet werden für so eine Multi-Ehe, also aus verschiedenen, irgendwie hat das Justizministerium, weiß nicht ganz genau, aber ganz komische Sachen gehen davor, was Familienpolitik angeht. Ja, auch die gleichgeschlechtliche Ehe, die ja Frau Merkel legalisiert hat quasi in Deutschland, ne? Dass sie heiraten dürfen, gleichgeschlechtliche Partner. Als Beispiel. Das ist natürlich auch dem vor Gott, wir hatten es vorher vom Greuel, das ist Gott ein Greuel. Ich muss es leider so hart sagen. Ja, nicht nur, dass die auch ihre Geschlechter aussuchen können, wie sie gerade, wie das Wetter ist. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, es gibt ja auch, irgendwie kannst du dir aussuchen, ob du morgen nicht ein Kaninchen sein möchtest. Gibt es auch jede Menge Filme, also Filmchen, die man anschauen kann. Und da denke ich mir dann, also wenn da zwei verheiratet sind und der eine sagt, ich möchte morgen Hund sein, ja, was führen die dann für eine Beziehung? Wie ist das? Ja, ist krass. Es ist einfach nur noch krass und fast unglaublich. Aber rückblickend finde ich auch, da sieht man wieder, wie genau Gott uns kennt, was wir als Menschen eigentlich brauchen. Weil ich finde, in der Spiritualität ist es mindestens immer einer, der auf der Strecke bleibt und dem Leid widerfährt in so einer Beziehung. Ja, erstens habe ich das auch festgestellt, also ich hatte auch vor meiner Ehe jetzt auch nichts Festes. Ich finde, man versucht es auch schnell sehr locker zu halten. Oder es war bei mir jedenfalls so. Auf jeden Fall durch diese, wer ist der bewusstere Part? Man fängt an, sich in Schubladen zu stecken. So war es jedenfalls bei mir, ich kann für jeden sprechen. Ja, und dann sieht man bei dem anderen, wie bewusst er schon ist oder wo der seine Schwächen hat. Und dann fängt man an, da aneinander rumzukritisieren oder fühlt sich dann erhabener wie der andere, weil man schon der Meinung ist, man ist weiter im Bewusstsein und der andere muss ja noch ranreifen. Oder und wenn man Gott seinen Standpunkt da sieht, wie er die Ehe sieht, wie er die Rolle von Mann und Frau sieht, ja, wie viel klarer das ist. Also ich fand jetzt in meiner Ehe viel mehr Ruhe. Ja, da gibt es auch keine Frage mehr. Und wenn Schwierigkeiten auftreten, dann weiß ich, dass ich das mit Gottes Hilfe, dass wir das überstehen. Und ich suche nicht, man sucht nicht mehr nach diesem Hype, nach diesem ständigen Gefühlshoch, was es ja realistisch auch nie gibt. Ne? Also sind diese Menschen auch immer auf der Suche. Die werden nie zum Finder werden. Wenn man nicht irgendwann, also wie Gott es gefügt hat, ja, wenn man dann verheiratet ist und sagt, ich habe jetzt den Partner und den habe ich fürs Leben. Und wenn es Probleme gibt, dann wenden wir uns an Gott. Ja. Und wir stehen das durch. Aber das ist für einen Menschen auch eine viel solidere Basis. Ja, ich denke, das ist viel gesünder. Und ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ich wollte nie heiraten. Ich wollte nie ein Kind. Jetzt habe ich ein Kind und eine Ehe. Und Gott hat das so geführt. Und ich denke, das ist super. Ja. Das fühlt sich genau richtig an, weil er uns eigentlich kennt, was wir brauchen. Perfekt. Und zum Thema Ehe, Jenny. Lesen wir noch in Hebräer 13, Vers 4. Was lesen wir dort?
Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Also hier geht es um Treue, um den Bund der Ehe, der heilig ist vor dem Herrn. Und ganz klar, das sechste Gebot hatten wir vorher schon. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, und wovor schützt es denn auch? Wenn wir da keinen, es ist ja ein Gebot, es ist eine Richtlinie, haltet euch daran, weil sonst ufert das komplett aus. Und jetzt können wir dann so jetzt den Bogen spannen zu dem Thema, was wir jetzt am Anfang hatten. In dieser kranken sexuellen Welt, die dann da entsteht und wirklich vor nichts Halt macht. Ja, eben allem mit allem. Genau. Und mir ist noch ganz wichtig, auch jetzt für die Zuschauer und Zuhörer, nicht, dass die jetzt alle denken, wir sind hier die Heiligen und haben in dem Bereich nie gesündigt. Leute, ich kann hier Zeugnis geben. Ja? Vor meiner Bekehrung bin ich auch in Betten rumgesprungen. Ja? Aber mir war halt einfach das Wort Gottes noch nicht richtig bewusst. Und ich habe auch in diesen Phasen immer nach etwas gesucht. Aber heute weiß ich, die Suche ist beendet. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Ich habe für all das Buße getan. Weil ohne Buße gibt es keine Vergebung der Sünden. Und das ist auch nicht schlimm. Du kannst persönlich mit Jesus reden und ihm alles sagen, was du getan hast. Er weiß es ja sowieso, aber er möchte es von dir hören. Und wenn du Buße tust, dann bekommst du auch Vergebung deiner Sünden und ewiges Leben. Zwei Punkte. Erstens mal, man erlebt mit Gott wirklich Übernatürliches. Könnt ihr das bestätigen? Tja, ja. Allerdings. Ja. Das ist ja nicht, wir glauben einfach an Gott und gehen jetzt so durchs Leben. Wir erleben wirklich seine Übernatürlichkeit. Genau. Und der zweite Punkt ist, weil ich, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mal so denke, rede und fühle. Es ist wirklich, da sterben Sachen in einem einfach ab. Ja. Ich habe keinen Bock mehr drauf, also jetzt muss ich so reden, keinen Bock mehr auf, was weiß ich. Ja. Das ist, ich muss mich nicht zwingen, nicht ins Kino zu gehen. Ich muss mich nicht zwingen, nicht zu rauchen. Halleluja, ich habe nach 45 Jahren das Rauchen aufhören dürfen, hat er mir genommen. 45 Jahre habe ich nicht gewusst, wie ich es machen soll. Ich muss mich nicht zwingen, weil ich Christin bin, raucht man nicht. Ja, das war mir schon klar irgendwie, aber ich konnte es nicht aufhören und das war weg, weil ich darum gebeten habe. Ja. Also, das Christsein mit Gott gehen, mit Jesus Christus gehen, hat sehr viele Vorteile, finde ich. Ich möchte es gegen nichts mehr eintauschen. Freundeskreis dünnt sich halt ein bisschen aus. Aber man kriegt einen Haufen Geschwister dazu, die man vorher nicht hatte. Ja, das ist wahrscheinlich Glaubensgeschwister. Das ist eh so ein Thema, das wir auch nochmal dranbringen wollten. Wie ist das eigentlich so nach der Bekehrung? Also wie geht es da eigentlich weiter? Weil du schon so erwähnt hast, der Freundeskreis dünnt sich etwas aus und man kriegt halt neue Geschwister dazu. Das passt ja so in dieses Thema. Was ist eigentlich jetzt nach der Bekehrung? Das wollte ich vielleicht auch gleich so als eine Art Schlusssatz verwenden. Natürlich, wenn jetzt jemand noch was Wichtiges beisteuern möchte, natürlich gerne. Aber ich wollte nur schon mal darauf aufmerksam machen, dass wir das auch planen, mal eine Sendung zu diesem Thema. Jetzt bin ich erlöst, wie geht es denn dann weiter? Es ist ja auch nicht gleich Wolke 7. Es ist ja nicht so, dass alles im Leben dann himmelhoch jauchzend ist. Wie geht eigentlich das christliche Leben weiter? Gibt es da auch noch, und welche Herausforderungen lauern da denn noch alles? Wer da konkrete Fragen hat, kann das ja auch mal in die Kommentare schreiben, wenn euch das Thema interessiert. Wie schaut es eigentlich danach aus? Weil viele reden immer so von ihrer Bekehrung. Ich auch, ja, natürlich. Ich rede am liebsten von meiner Bekehrung, von diesem Ereignis, was davor war.
Aber weniger reden wir oft davon, was passiert eigentlich dann, danach, in der Zeit danach, die ersten Wochen, Monate, Jahre. Ja, was ist eigentlich da genau? Da warten ja auch noch ein paar Aufgaben, Anfechtungen, Herausforderungen. Und ja, wer da Interesse hat, das würden wir auch gerne mal thematisieren. Ich wollte aber jetzt niemand abwürgen. Wenn noch jemand was zum Abschluss sagen möchte, noch ein Bibelvers oder irgendeine andere Sache, dann wäre jetzt noch Zeit. Aber anscheinend haben wir alles gesagt. Heute war Bibelverse hat viel man auch. dran. War viel dran heute wieder. War sehr interessanter Abend mit euch. Ja. Ach. Das stimmt. Es ist noch etwas länger gegangen als beim ersten Mal, aber jetzt haben wir wenigstens alle Themen, die wir uns vorgenommen hatten, auch untergebracht. Das ist auch gut. Du, es hat letztens eine in die Kommentare geschrieben, ich hätte euch jetzt auch noch 3 Stunden zuhören können. Naja, jetzt sind es 2 geworden. Man kann Schaust du sich dir steigern. einfach das, die erste und die zweite Folge hintereinander an, dann hast du deine 3,5 Stunden oder noch mehr. Ja, na gut, also dann entnehme ich, dass wir dann wirklich auch am Schluss sind. Ich fand es auch sehr, sehr spannend und interessant. Ich bin echt mal gespannt aufs Feedback so. Und wir planen, wie gesagt, dann noch weitere Sendungen. In dem Sinne, danke euch allen heute hier. Ich hoffe, ihr halt jetzt noch, habt es ausgehalten auf euren Stühlen noch. Ist ja auch für uns ermüdend mit der Zeit. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Gottes Segen allen, die zugeschaut haben. Macht es gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.